Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und eigentlich jede Menge gefährliches Halbwissen. Heute haben wir zwei Drittel gefährliches Halbwissen und wir haben einen Sondergast hier heute, der ist mit ganz viel richtigem Expertenwissen ausgestattet. Hallo, Rüdiger Suchsland. Hallo, ja, freut mich sehr, hier zu sein. Kann gleich sagen, dass natürlich, ich bin ja vor allem mal Filmkritiker, auch wenn ich jetzt einen Film gemacht habe, aber man hat ja auch, wenn man Filme macht, gefährliches Halbwissen, glaube ich. Ich glaube, es geht auch gar nicht anders, weil wenn man alles weiß, dann hat man keine Fragen mehr und dann wird man auch keine Filme machen, auch keine Filmkritiken schreiben, dann ist ja eh alles schon klar. Ja, auch nochmal kurz zu uns, wie immer dabei Christian. Ja. Und ich, der Max. Ja, Regisseur Rüdiger Suchsland oder Filmkritiker. Ich habe ihn vorhin Filmmensch genannt bei der Einführung, denn heute läuft hier im LIVU Hitlers Hollywood, das deutsche Kino im Zeitalter der Propaganda von 33 bis 45. Regisseur Rüdiger Suchsland. Und wir haben uns den Film schon angesehen und wollen jetzt mal ein bisschen darüber sprechen. Beziehungsweise über die Filme, die darin gezeigt werden. Denn eigentlich ist ja Wiederaufführung nur über alte Filme. Und jetzt haben wir einen Film von 2017. Dieses Jahr war ja auch der Kinostart offiziell. Die Weltpremiere sogar. Das passt ja gar nicht eigentlich in unseren Podcast. Aber da so viele alte Filme drin sind, ist das eine super Gelegenheit. Und wenn dann auch noch der Regisseur da ist, dann geht das gar nicht anders, als ihn vors Mikrofon zu zerren. Und er hat netterweise ja gesagt und wusste noch nicht, worauf er sich einlässt. Naja, Hitlers Hollywood ist ja auch ein Film, der... Das ist tatsächlich ein Dokumentarfilm über alte Filme und es kommt kein einziges neu gedrehtes Bild drin vor. Es gibt zwar einen Kameracredit und zwar deswegen, weil ich ursprünglich ein paar Interviews geplant hatte und die sind natürlich mit der Kamera und dann von der Kamerafrau aufgezeichnet worden, aber wir haben die dann nicht in den Film reingeschnitten. Es ist ja vorausgegangen, Hitlers Hollywood, ein anderer Film oder anderthalb Filme. Der Film, den man auch auf DVD kaufen kann, heißt »Von Caligari zu Hitler«. Das deutsche Kino im Zeitalter der Massen. Und das ist gewissermaßen die Vorgeschichte von Hitlers Hollywood, also ein Film über das Weimarer Kino. Und da ist dann nebenbei noch was entstanden fürs Fernsehen, weil Arte den finanziert hat und noch was anderes haben wollte, musste. Und so kam das dann eigentlich. Und in dem Film sind mehrere Interviews auch drin, zum Teil mit Filmemachern, zum Teil mit Filmexperten wie Thomas Elsässer. Und eigentlich hatte ich gedacht, dass ich diese Methode eins zu eins weiterführen würde. Also einerseits essayistisch, andererseits dann doch im Dialog mit Menschen, die man dann auch sieht, weil sie aufgenommen sind mit der Kamera. Und jetzt mache ich es halt ein bisschen anders, aus Gründen, über die wir vielleicht noch reden können. Jetzt ist es ein Essayfilm, wo ich wieder selber den Text spreche, der auch eher persönlich gehalten ist. Also eine, ich sage schon viel über die Filme und bringe viele Fakten, aber in einem persönlichen Ton. Und ich versuche immer auch so klar zu machen, dass es halt nur auch ein bisschen Geschmackssache ist, gewissermaßen mein Nazi-Kino und nicht das Nazi-Kino an und für sich und für alle Ewigkeit. Trotzdem kommen andere Menschen drin vor, außer denen, die man im Film sieht und hört. Ist ja auch Tonfilm, man hört was, im Gegensatz zu einem Stummfilm der Weimarer Zeit, wo man nur Musik hört. Abgesehen von diesen Filmtönen kommen eben auch vor, immerhin, Susan Sontag, Hannah Arendt, Siegfried Krakauer, Walter Benjamin und unvermeidlich bei diesem Thema auch Joseph Goebbels, der Propagandaminister der Nazis. Das heißt, durch Statements, die gewissermaßen auch einen Kontrapunkt setzen, gibt es schon so eine Form von Dialog und von anderen Stimmen. Die sind dann von Schauspielern gesprochen. Insofern gibt es auch eine Menge anderen Ton. Aber es ist dann eben doch nicht so, dass irgendein einziges Bild in dem Film neu ist. Insofern passt das alles sehr gut in eure Sendung, weil es eben alte Filme sind, nur auf eine andere Art und Weise als sonst. Und ich würde ja auch denken, dass da die meisten, oder ich sehe dort Filme, die, zu denen ich vorher bisher keine Gelegenheit hatte, die zu sehen. Und das wäre vielleicht auch schon mal eine ganz spannende Frage zum Entstehungsprozess dieser Dokumentation. Sind dort Filmausschnitte von Filmen dabei, die bisher sonst noch gar nicht möglich waren, die wieder zu sehen? Und was hat das bedeutet, sich die überhaupt zu erschließen? Ja, gut. Also diese kurze Frage enthält eigentlich sehr viel Substanz und da kann man gar nicht so leicht schnell darauf antworten. Also ganz grundsätzlich ist es so, dass nachdem ich bin, wie gesagt, Filmkritiker und ich hatte vor ein paar Jahren noch nicht mal im Traum daran gedacht, überhaupt selber Filme zu machen. Es ist eher durch Zufall entstanden, durch ein paar glückliche Zufälle, dass ich diesen ersten Film über das Weimarer Kino gemacht habe. Und dann beginnt man natürlich sozusagen Blut zu lecken, dann merkt man, dass
man das kann, soweit wenigstens, dass da ein Film entsteht, den manche gut finden. Und dann hatte ich Lust, das auch weiterzumachen. Aber es gibt einen ganz großen Unterschied. Es sagen ja immer viele Leute, das ist jetzt die unmittelbare Fortsetzung. Und chronologisch gesehen ist sie das auch. Aber es gibt einen großen Unterschied oder zwei. Der eine Unterschied ist der, dass von Caligari zu Hitler ja auch der Titel eines Buches ist von Siegfried Krakauer, an dem ich mich zumindest insofern entlanghangeln konnte. Es ist ein Kino eben, das auf eine bestimmte Weise, ein Buch, das auf eine bestimmte Weise das Kino der Weimarer Republik betrachtet. Ich konnte mich daran entlanghangeln und auch wo ich Krakauer nicht zugestimmt habe, konnte ich doch zumindest mich mit seinen Thesen auseinandersetzen und so gewissermaßen dann auch mal nicht gerade einen Gegenpunkt setzen, aber irgendwie auch eine Alternative anbieten, eine andere Betrachtung. Und das war wirklich so ein Dialog mit Krakauer. Passt in dem Zusammenhang auch ganz gut, dass Krakauer ja langsam wieder etwas bekannter wird, dass er auf der einen Seite über die Kulturwissenschaften erschlossen wird als so ein Beobachter seiner Zeit. Krakauer war ja Feuilletonist, nicht nur Filmkritiker. Zum Filmwissenschaftler wurde er eigentlich erst im Exil, als er platt gesagt Geld verdienen musste und Lehraufträge dann gehabt hat, weil er in Amerika nicht mit seiner deutschen Sprache als Filmkritiker arbeiten konnte. Und er ist aber auch jemand, der im letzten Jahr ist die allererste große Biografie über Krakauer rausgekommen von Jörg Später im Surkamp Verlag. Ziemlich hervorragendes Buch. Und auch darüber merkt man, dass Krakauer so allmählich in seiner Betrachtungsweise, die sich so auf das Einzelne richtet, die schon große Thesen hat, aber nicht als allererstes. Der ist nicht einer, der schon alles weiß vorher und dann nur noch wie an der Perlenschnur so diese Substanz so ein bisschen die Beispiele aufreiht, damit dann am Schluss die Perlenkette herauskommt, die er schon vorher kannte, sondern der ist vor allem mal neugierig und guckt, wohin sich die Reise treibt. Und diese Methode, diese Art an Filme heranzugehen, die ist eh schon, glaube ich, meine als Filmkritiker, zumal ich auch Geschichte und Philosophie studiert habe, also mich ähnlich wie Krakauer vielleicht, da fühle ich mich einfach ihm verwandt und noch für ein paar andere Dinge interessiere im Leben als nur fürs Kino. Und umgekehrt das Kino so extrem wichtig nehme, als so ein Lebensmittel sozusagen, dass ich glaube, Kino handelt von viel mehr als von Kino. Und Kino kann mir eine Zeit erklären, wenn es das Kino aus der Vergangenheit ist. Kino kann mir, übrigens auch altes Kino, kann mir erklären, wie ich selber leben muss. Es kann mir banale Sachen erklären, wie man eine Frau küsst, wie man eine Zigarette hält, wie man über die Straße geht, wie man sich anzieht. Kann man von Cary Grant viel lernen zum Beispiel. Und solche Dinge. Und dann ist es natürlich extrem interessant, sich mit dem Kino der Nazis zu beschäftigen. Und da kommen wir jetzt zu dem Unterschied. Es gibt über das Nazi-Kino direkt kein Buch von Krakauer. Und im Gegensatz zu den Filmen der Weimarer Republik sind die meisten Filme der Nazi-Zeit auch überhaupt nicht bekannt. Das hat viele verschiedene Gründe. Und es sind ein paar Filme bekannt, glaubt man zumindest, wie Der Triumph des Willens von Leni Riefenstahl, dieser Propagandafilm über den Reichsparteitag, wie Jud Süß, dieser Hetzfilm, der Soldaten vorgeführt wurde, bevor sie dann an der Ostfront die Juden einsammeln mussten und ins Lager schicken. Und solche Dinge, dann ist noch immer die Frage, wie weit diese Filme wirklich bekannt sind oder nur so Ausschnitte, die keine 5 Minuten ergeben, weil man die dann wiederum in Dokumentarfilmen auch im Fernsehen sehen kann. Ich glaube, dass die Filme relativ wenig bekannt sind, selbst die, die wir vom Titel kennen. Aber mir ist eben aufgefallen, dass in Deutschland hat man ja gerne, das ist vielleicht auch in anderen Ländern so, aber in Deutschland ein bisschen stärker, dass man sehr gerne zur Filmgeschichte eine große Meinung hat, aber nicht so viel Wissen. Also mir ist bei der Weimarer Filmen schon aufgefallen, dass viele Leute dann so sagen, ja, Metropolis, ja, die Nibelungen, das kennen wir doch alles. Und wenn man dann mal nachfragt, dann kennen die nichts, beziehungsweise die Nibelungen kennen sie auf 90 Minuten. Der Film ist aber halt 5 Stunden lang. Hm. Der lief nur mal in einer 16mm Kopie, die auch noch schwarz-weiß ist und nicht bunt, wie der Nibelungenfilm wirklich. Lief der halt früher eine Weile so in den Programmkinos und dann kann man vielleicht doch nochmal hingucken dann auf die restaurierte Fassung. Und bei Metropolis wissen wir, dass da alle 5 Jahre irgendwelche neuen Fitzel entdeckt werden und dann reingeschnitten werden. Also insofern auch das kennt man nicht so gut. Außerdem kennt man nichts, was man einmal gesehen hat. Genauso wie wir uns alle nicht an die Romane erinnern, die wir in unserer Schulzeit im Deutschunterricht lesen mussten. Da kann man auch nochmal Max Frisch, Homo Faber oder so, kann man sich ja nochmal angucken. Alles mögliche andere, was wir da so gelesen haben. Bei den Nazi-Filmen kennt man noch nicht mal das. Und mich hat tatsächlich echt interessiert, da einfach mal hinzugucken. Und dieses Interesse kommt sowohl aus dem Interesse für die Kinogeschichte. Denn, wie ich eben gesagt habe, man lernt
wie man sich bewegen muss, wie man sprechen kann, wie man Frauen küsst, wie man eine Zigarette hält. Das tun die alle in den Nazi-Filmen auch. Die Frage ist, ob sie es auf die gleiche Weise tun, wie zum Beispiel in Hollywood oder wie in den deutschen Filmen der Weimarer Zeit oder der 50er Jahre. Und wenn man der Überzeugung ist, wie ich, dass Filme ja so in unser Unbewusstes einfließen auch. Also das weiß man auch. Also Forscher, Erinnerungsforscher können ziemlich genau nachweisen, dass es so etwas wie eine genetische Erinnerung auch gibt. Und dass zum Beispiel Menschen, die Traumata erlebt haben, das vererben an ihre Enkel. Und die Enkel haben auf eine andere Weise Angst, obwohl sie selber nie im Lager waren, nie in Todesgefahr waren. Die haben auf eine andere Weise Angst, als die Menschen, die das nicht erlebt haben, wo die Großeltern das nicht erlebt haben. Das finde ich faszinierend. Und dann ist ja die Frage, wir sind Deutsche, wir beschäftigen uns, und manche sagen viel zu viel, ich bin gar nicht dieser Meinung, wir beschäftigen uns mit dem Dritten Reich. Aber beschäftigen wir uns auch auf die richtige Weise damit? Das ist dann die Frage. Und beschäftigen wir uns zum Beispiel auf diese Weise damit, wie jetzt das Dritte Reich auch so ein genetisches Gedächtnis, ich bin nicht sicher, ob das der Fachausdruck ist, aber ich glaube, es versteht jeder der Hörer, was ich meine, ob das, wie uns das auch beeinflusst. Und dann kommt natürlich dazu, also ich bin alt genug und mein Vater war relativ alt, als er mich gezeugt hat. Mein Vater ist im Dritten Reich richtig als Kind aufgewachsen, ist Jahrgang 27. Der hat mir auch davon erzählt, inzwischen ist er tot, aber er hat mir davon viel erzählt und von seiner Familie, auch seine ältere Schwester, mit der habe ich mal ein sehr langes Gespräch geführt, wo ich mir dann aus deren Sicht die Geschichte der Familie meines Vaters väterlicherseits habe erklären lassen und Erinnerungen erzählen lassen. Und mein Vater ist mit Jahrgang 27 genau noch alt genug, um Flakhelfer geworden zu sein und dann ganz im letzten Kriegsjahr eingezogen worden zu sein als Soldat. Das heißt, selbst das hat er miterlebt. Und dann ist natürlich die Frage auch wieder, wie sich sowas auswirkt. Und im ganz gewissen Sinn ist das meine Form, weil Film dann mein Medium ist, mich damit auseinanderzusetzen, auch sozusagen mit der Geschichte, die was Persönliches hat, die aber auch was Allgemeines hat. Und dann ist natürlich immer die Frage auch, wie weit sowas zum Beispiel auf die Filmgeschichte sich auswirkt. Wir haben tolle deutsche Filme, letztes Jahr Toni Erdmann, wo es ja zum Beispiel um einen Vater-Tochter- oder Kinder-Erwachsene-Elternkonflikt geht und wo wir auch so eine gewisse Traurigkeit haben, obwohl das eine Komödie ist, ist zum Beispiel an Toni Erdmann interessant, dass die alle in Deutschland traurig sind. Die sind nur, wenn sie in Rumänien sind, ist der Film auch lustig. Und wir wissen, dass viele Filme, nicht nur die sich so direkt wie Der Untergang oder wie Napola mit dem Dritten Reich beschäftigen, sondern auch viele andere Filme, da kommt das irgendwie vor. Und tatsächlich fragt man sich ja auch, warum die deutschen Filme sich manchmal schwer tun mit dem Humor, warum die sich schwer tun, so eine Form von Unterhaltungskino zu haben, wie das ja nicht nur in Hollywood existiert, sondern etwa auch bei den Spaniern, bei den Franzosen, sogar bei den Italienern. Und da ist schon auch eine Erklärung in der Filmgeschichte. Dann ist die einfache Erklärung die, wir haben den jüdischen Humor vertrieben oder ermordet. Das ist auch ein Teil der richtigen Erklärung, aber es ist nicht alles, weil es ist nicht so, dass nur Juden witzig sein können. Das ist auch nur ein blödes Stereotyp. Aber wir haben vielleicht das Lachen aus anderen Gründen verlernt, die es überlebt haben. Und das ist so eine Frage, ja, wie eigentlich leben diese Dritte Reich-Filme mit ihrem sehr speziellen Humor, da ist ja ein Humor, aber ein besonderer, wie leben die nach im heutigen Kino? Und so könnte ich noch viele Fragen, ich will jetzt auch nicht zu lange reden, so könnte ich noch viele Fragen entwickeln, die mich da so angetrieben haben, die auch zum Teil entstanden sind im Zusammenhang mit diesen Filmen. Und wie erschließt man die sich? Ihr könnt ja gleich dann noch mehr nachfragen, aber da kann ich eine sehr kurze Antwort geben. Man muss sie halt gucken, die sind in Archiven. Da kann man sich Screener bestellen, wenn man so ein Filmprojekt hat, dann stellt man Anträge und auch der Antrag auf Zusammenarbeit mit dem Archiv, das haben wir sehr gut und leicht machen können. Die Murnau-Stiftung in Wiesbaden, die hat uns da sehr geholfen. In dem Fall, weil das Dritte Reich ja ein Staatskino war, es wurde alles verstaatlicht, sind dann nach 1945 die Rechte auch an eine staatliche Stelle übergegangen, beziehungsweise eine staatliche Stiftung. Also erst sind sie an die Bundesrepublik gefallen und die wollte die nicht haben als Staat. Schon deswegen, einfach weil man
eine unabhängige Stelle haben will, die damit umgeht, weil man von dem Verdacht auch nur einer staatlichen Zensur wegkommen will. Und weil die Nazis haben das Kino zensiert, die haben die volle 120-prozentige Macht über diese Filme gehabt. Und genau den Anschein auch nur, so ähnlich damit umzugehen, wollte sich die Bundesrepublik nicht geben. Also hat sie eine unabhängige Stiftung gegründet, die Murnau-Stiftung. Über so ein paar Zwischenstationen landete da dann alles bei denen, bis auf einen großen Ausnahmefall, über den kann ich dann noch was sagen. Aber sonst landeten alle Spielfilme bei der Murnau-Stiftung. Die Rechte der Dokumentarfilme sind beim Bundesfilmarchiv, genau wie der Wochenschauen, beziehungsweise Bundesarchiv. Und die kann man alle sehen und man muss die Genehmigungen kriegen mit der Zusammenarbeit. Das ist aber bei einer Murnau-Stiftung nicht besonders schlimm. Und natürlich mussten wir dafür was bezahlen, aber doch einen okayen Preis, weil die Murnau-Stiftung auch Wert darauf legt und als staatliche muss sie auch die Sachen sichtbar machen. Und gleichzeitig will sie auch ein bisschen Geld damit verdienen, aber dafür muss man wissen, was sie hat. Und bei den Nazi-Filmen weiß man das nicht so genau, wie gesagt. Und für mich war das dann wichtig, natürlich mir viele Filme anzugucken und dann erst ist über dieses Angucken der Filme so einen Weg entstanden, wie ich ungefähr diese Filme erzählen kann. Also ich wusste das nicht vorher, sondern ich habe besagte Fragen gehabt und ein bisschen Halbwissen und auch ein bisschen ein Wissen um ganz bestimmte einzelne Filme oder Phänomene oder Schauspieler oder Regisseure, dass die wichtig sind. Es ist klar, dass sowas wie Hitler, Junge, Quecks oder der Reichsparteitagsfilm von der Riefenstahl vorkommen musste. Es ist klar, dass so ein Genre wie der Kriegsfilm vorkommen musste. Und es ist auch klar, dass man in irgendeiner Form dem Zuschauer bewusst machen muss, dass es sich um Propagandafilme handelt, also um nicht Filme, die irgendwie einen dokumentarischen Wert haben, sondern die gefärbt sind, tendenziös mit einem bestimmten Interesse. Und dass es aber trotzdem noch innerhalb dieser staatlichen Vorgaben extreme Unterschiede und Freiheiten der einzelnen Filmemacher und im Übrigen auch Qualitätsunterschiede gibt, das wollte ich schon auch zeigen. Und insofern versuche ich sicher auch so, wenn man, soweit man das sagen kann, so die Spannbreite im totalitären Staat des Filmemachens, im totalitären Staat und dann natürlich auch die kleinen Freiheiten in der großen Unfreiheit sichtbar zu machen, die es ja immer gibt in Diktaturen. Und auch klar zu machen, dass Propaganda nicht nur ist, dass man mit irgendwelchen Fahnen, zum Beispiel der Hakenkreuzflagge, herumwedelt, sondern dass Propaganda auch in der Weise liegt, wie man über Dinge redet, was man zeigt, übrigens auch, was man nicht zeigt. Und dass zum Beispiel das Unterhaltungskino, weil es verführerisch ist, vielleicht viel propagandistischer wirken kann, bisschen um die Ecke und nicht so direkt und plump, als dass jetzt diese Filme, bei denen dann Hitler zu sehen ist, wie er redet und die Volksmassen ihm zujubeln. Das gibt's natürlich auch. Ja, ich denke, dass Sie das in dem Teil von Ihrem Film in Hitlers Hollywood ganz gut auf den Punkt bringen, wenn Sie sich dem Film Wunschkonzert, der Titel ist länger, wie heißt der ganz? Nee, der heißt Wunschkonzert. Ah ja, tatsächlich, genau. Und also da wird es für mich auch sehr augenfällig und ich spüre förmlich, ich weiß gar nicht, ob das sogar auch der Film ist, der in gekürzten Fassungen, also sozusagen nach dem Motto, man schneidet jetzt die Hakenkreuze raus und schon ist alles gut. Er wird ja unterschwellig das immer unheimlicher, weil der Elefant im Raum ist ja weiterhin da. Wir haben ihn nur jetzt scheinbar unsichtbar gemacht, aber spüren tun wir ihn alle. Jetzt haben Sie, danke für die, auch für den persönlichen Einblick. Das ist ganz spannend, weil es gibt schon eine Sache. Ich habe so den, von Caligari zu Hitler, taucht genauso auf wie jetzt auch in Hitlers Hollywood, wenn ich mich da richtig erinnere, von Krakauer dieser Satz: Was wissen die Filme über uns, was wir nicht wissen? Oder? Nein, was weiß das Kino, was wir nicht wissen? Dankeschön. Aber das ist kein Satz von Krakauer, sondern da muss ich sagen, das ist mein eigener Satz. Der ist aber gut, habe ich auch gemerkt und darum kommt er auch wieder vor, weil das gewissermaßen die Klammer zwischen den beiden Filmen ist und weil Krakau ja auch in beiden Filmen vorkommt. Ja. Aber das ist natürlich auch gewissermaßen die Essenz meines Krakauer Verständnisses. Also Krakauer hat die Idee gehabt, dass das Kino gewissermaßen ein prophetisches Potenzial hat, also dass es ein Ausdruck des kulturellen Unbewussten einer Epoche ist, und zwar im Gegensatz zu anderen Künsten des Massenunbewussten, weil die anderen Künstler, so Ballett, da interessieren sich nicht so viele Leute für. Und Oper ist eine sehr bürgerliche Kunstform, die dann nur bei einer bestimmten Schicht auch wirklich deren Ausdruck ist. Aber das Kino meint die ganze Gesellschaft. Und
man macht das Kino für die ganze Gesellschaft und die gehen auch alle rein und das Kino ist eh Teamwork und nicht einer, der irgendwie in der Ecke, die dunkel ist, vor sich hinbrütet. Und insofern ist das die Kunst, die am ehesten das kollektive Unbewusste widerspiegelt. Und als ein Mittel, sich dem kollektiven Unbewussten deiner Vergangenheit anzunähern, so hat der Krakauer das Kino betrachtet. Und er war eben auch der Überzeugung, dass man im Kino bestimmte Sachen leichter erkennen kann, als man sie sicher auch, wenn man genug forschen würde, in anderen Bereichen des Lebens erkennen könnte, wo gewissermaßen die Zukunft schon in der Nussschale enthalten ist. Natürlich weiß man das erst im Nachhinein, aber das ist kein Gegenargument dagegen, dass das schon enthalten ist. Und im Übrigen weiß man es immer auch ein bisschen in der Gegenwart. Was man nämlich von Krakauer lernen kann, ist auch mit diesem Krakauer Blick, was weiß das Kino, was wir nicht wissen, drauf zu gucken auf heutige Filme. Und ich würde sagen, man kann sehr leicht zeigen, dass das amerikanische Kino der letzten 20 Jahre Donald Trump vorweggenommen hat. Man kann sehr leicht in den zum Beispiel Superheldenfilmen ganz bestimmte Sehnsüchte nach Allmacht und ganz bestimmte Angst, nämlich die Angst vor Ohnmacht, entdecken. Man kann entdecken, dass der Zukunftsglaube und der Optimismus verloren geht, mindestens der Amerikaner, wenn nicht des Westens. Man kann entdecken, dass die Pessimismen verschiedener Formen, dass die Selbstzweifel, die Ängste, die Dystopien, also die negativen Utopien und die apokalyptischen Vorstellungen auch ganz allgemein, gibt es viel mehr Apokalypse-Filme in den letzten 15 Jahren, als es sie davor gab. Die gab es aber auch schon mal in den 50er Jahren, als die Leute alle Angst vor dem Atomtod hatten. Also insofern spiegelt das Kino Zeitgeist. Und das hat es auch getan in der damaligen Zeit. Warum sollte es auch je anders sein? Das tut es übrigens auch, wenn das Kino totalitär ist. Und ein einziger Mann am Ende, wie Josef Goebbels im Dritten Reich, dafür verantwortlich ist. Der kann gar nicht anders. Abgesehen davon wollte er ja den Zeitgeist spiegeln, weil er den Leuten gewissermaßen noch ein bisschen nach dem Mund reden wollte, um sie einzuseifen. Und insofern ist das der Grund-Krakauer Gedanke. Und dieser Gedanke, im Kino sowas von der damaligen Gegenwart zu erhaschen und der damaligen Zukunft, die nur aus unserer heutigen Sicht die Vergangenheit ist, aber damals wussten die das ja nicht. In 20er Jahren wussten sie nicht, dass Hitler an die Macht kommen würde. 1938 wusste man nicht, was der Zweite Weltkrieg, dass er kommen würde, konnte man vielleicht ahnen, aber was er bringen würde. Und die Deutschen, die diese Filme gemacht haben und die sie geguckt haben, die haben allermeistens geglaubt, dass sie irgendwie siegreich aus diesem Krieg hervorgehen. Und die konnten sich diese ganzen Grauen überhaupt so nicht vorstellen. Und man kann aber, denke ich, manches von diesen Grauen auch schon in den Filmen vor 1939 sehen. Und man kann einen wahnsinnigen Zynismus sehen in dem angesprochenen Film Wunschkonzert. Ist das, glaube ich, recht deutlich. Das ist ein schöner Unterhaltungsfilm. Ich mag den auch und ich stehe auf Ilse Werner. Und so leid es mir tut und es spricht nicht für meinen Geschmack, finde ich sogar manche dieser Songs ganz gut, wenn man die dann mal hört, nicht dauernd. Ich habe die viel zu oft gehört im Schnitt. Aber es ist so, dass man kommt immer wieder an Momente, wo man so innehält und den Kopf schüttelt und denkt, das geht ja jetzt überhaupt nicht. Und krass, auf was man selber jetzt auch wieder sich reinziehen lässt und reinfallen lässt. Und das ist genau diese verführerische Gewalt. Und Verführung ist Gewalt. Wir können uns nicht dagegen wehren. Das ist die Gewalt des totalitären Kinos. Verführung ist ein gutes Stichwort. Max, wir haben das ja auch schon mal diskutiert, als wir Veit Harlans Opfergang uns gemeinsam angeschaut haben, dass da ja auch für dich auch mal der Gedanke war, das könnte man doch auch hier im Kino zeigen. Und dass das aber dann auf sehr viel Ablehnung auch gestoßen ist, hat nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass damit ja auch eine große Sorge und Angst, also zumindest haben wir die so gespürt, verbunden ist. Darf man denn das überhaupt? Ich weiß nicht, also... Ja, also quasi einmal zum Hintergrund, als eben der Filmstart von Hitlers Hollywood näher rückte, hatte ich so gesagt, ja, zeigen müssen wir den so oder so, das, die Frage ist ja gar nicht, aber dann hatten wir halt relativ frisch gerade den Opfergang geguckt und dann meine ich so, na hier, der ist jetzt gerade frisch restauriert, dann lass uns doch den zeigen und dann kam natürlich aus der Gruppe, da kam gleich, nee, also Veit Harlan müssen wir jetzt hier nicht eine Bühne bieten, ne, nee, strikt dagegen, ich habe dann auch nicht mehr weiter, weil ich dann dachte, na ja, dann müsste ich mir wieder andere oder... Mal so eine Reihe, wo ältere Filme laufen und dann habe ich so gedacht, ja gut, dann nehme ich jetzt mal was anderes und dann vielleicht später nochmal und dann kam jetzt die Kunstausstellung hier in der Stadt, Artige Kunst und dann hat es ja so ein bisschen verlaufen, aber war dann für mich eben auch so dieses, ja genau, kann man das jetzt eigentlich zeigen und was bedeutet das, wenn wir es jetzt nicht zeigen, was sagt das natürlich auch wieder über uns oder eben die Diskussion darüber, ist ja auch, eigentlich auch schön, dass überhaupt die Diskussion da ist und dann aber auch,
Okay, also ich habe jetzt diesen Film gesehen. Ich sage auch ganz klar, mich reißt der total mit. Wir hatten von Dominik Graf noch kurz diese Einführung, die es online zu sehen gibt, wo er seine Carte Blanche hatte oder so, am Filmmuseum Frankfurt, glaube ich, wo er sagt, super Bilder, natürlich Obacht, es ist ein Nazi-Film und so, aber trotzdem, wir können es dem nicht, also ich kann mich dem auf gar keinen Fall entziehen. Ich sitze da auch und denke, oh, was sind denn jetzt hier für Bilder, was passiert da gerade alles? Und dann kommen eben immer mal so die Handschuhe und sagen, hier, Euthanasie ist doch gar nicht so schlimm. Und dann, oh ja, jetzt muss ich aber wirklich doch wieder aufpassen. Und ja, diese Frage, darf ich das eigentlich gut finden? Ne? Man kämpft ja mit sich. Oder man sagt ja, Wunschkonzert ist ein toller Film. Also habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich habe mir dann auch Imsee jetzt auch noch angeguckt. Der ist ja auch relativ frisch jetzt draußen. Und auch da habe ich so gedacht, ja, also wenn man den jetzt im Nachmittagsprogramm zeigt, da sagen die Leute doch auch, ach, ist doch schön, ne? Und die Liebe und da. Also behaupte ich jetzt natürlich einfach, aber gerade wenn man jetzt nicht irgendwie noch da einen Kontext drumherum hat oder so, sondern ne, man macht den Fernseher an und dann sieht man das sofort oder so. Das ist ja eigentlich, glaube ich, so diese ganz, ganz große Frage. Ne? Was erstmal so einen Film sehen und dann von vornherein zu sagen, bei Jud Süß war auch so dieses, die Bilder, die Inszenierung, das ist ja, das ist ein hervorragender Film. Wer da was sagt, der wäre scheiße gemacht oder so, dem würde ich sagen, ja gut, dann hast du vielleicht, weiß ich nicht, was du sonst für Filme toll findest, aber natürlich sind die Botschaften, die da vermittelt werden, die sind natürlich, ja, kann man sich nur auf den Boden legen. So könnte man ja auch über Literatur oder eben über bildende Kunst sprechen. Es gibt erstens mal natürlich zwei ganz unterschiedliche Arten, mit Kunst überhaupt umzugehen. Das eine ist, dass man sie als historisches Phänomen und gewissermaßen ja, symbolischer Ausdruck ihrer Entstehungszeit betrachtet und entsprechend historisiert und einordnet. Ich glaube, auf der Ebene muss man sich in jedem Fall mit diesen Filmen und überhaupt mit vielen Filmen, die ideologisch fragwürdig sind oder auch die qualitativ schlecht sind, das gibt es ja übrigens auch, auseinandersetzen, weil das sagt ja auch etwas. Nicht nur schlechte Filme im Dritten Reich, es gibt auch schlechte Filme in den demokratischen Zeiten und trotzdem können die total interessant sein. Und das andere ist die Ebene, ob das große Kunst ist. Und tatsächlich hätte ich jetzt auch meine Schwierigkeiten. Ich glaube, das Opfer gegangenen Filmes zum Beispiel, der ist sehr gut gemacht handwerklich. Und es ist möglicherweise, gibt es ein, zwei andere Kandidaten noch, auch der beste Film von Veit Harlan. Ich glaube, dass in der qualitativen Sicht, ich glaube, dass es gleichwohl unberechtigt ist, ihn jetzt zu sehr hoch zu jubeln. Und es gibt natürlich so einen Mythos auch um diesen Film. Genau deswegen, weil er wenig gezeigt wird, obwohl er kein Vorbehaltsfilm ist. Ich glaube, dass die Verführungskraft überhaupt des Nazi-Kinos bei Harlan, müsste man dann vielleicht gleich nochmal speziell über bestimmte Verführungskräfte reden, dass diese Verführungskraft natürlich auch zwei Ebenen hat. Das eine ist so diese Wort- und Handlungsebene, dass man, wie du es jetzt vorhin erwähnt hast, weil er plötzlich so auf so eine Ebene gezogen wird, dass man bestimmte Werte in Frage stellt oder mitmacht. Wenn man über die nachdenkt, will man das nicht mitmachen. Das Wichtige aber scheint mir zu sein, dass bei diesen Filmen und gerade wenn man Propagandakino der Nazis verstehen will, dass man dann die Bildebene hat, also die eher das Unterbewusstsein berührende Ebene des Sinnlichen, Bild- und Tonebene übrigens auch, die Musik, ganz wichtig bei Opfergang, auch die Tatsache, wie diese Figuren aussehen, wie sie sich kleiden, also die Farben, die Tatsache, dass mindestens nach den damaligen Maßstäben, teilweise glaube ich auch heute noch, diese drei Hauptfiguren in Opfergang, also gespielt von der Christina Söderbaum, von der Irene von Meyendorff und dann zwei Frauen, zwischen denen dann Karl Radatz steht. Karl Radatz, der auch in Wunschkonzert die Hauptrolle spielt, die männliche, der der schöne Mann des Nazi-Kinos war. Auch wenn wir heute das so ein bisschen anders sehen, dass der, wir würden nie sagen, der sieht schlecht aus, aber der sieht auch nicht aus wie zum Beispiel Cary Grant, der heute als der schöne Mann ungefähr der gleichen Zeit, ja, der 40er Jahre gelten würde in Hollywood. Die Irene von Meyendorff sieht, glaube ich, immer noch so aus, dass man heute sagen würde, super. Bei Christina Söderbaum hatte man schon damals bestimmte Probleme, die drückt was anderes aus. Die funktioniert eher wie Veronika Ferres heute, dass sie so ein allgemein, man könnte auch sagen, Veronika Ferres funktioniert heute so wie Christina Söderbaum damals, denke ich jetzt gerade. Könnt ihr irgendwie als Triggerwarnung dann auf die Webseite machen. Es ist so, dass die sozusagen die Allerweltsfrau ausdrückt und deswegen auch nicht zu gut aussehen darf, damit sich gerade deswegen viele Frauen, die Durchschnittsfrau, die auch nicht super aussieht, wie ein Model damit identifiziert. Das ist genau das, wie das eingefangen wird. Und gleichzeitig hat die Christina Söderbaum natürlich ganz bestimmte extreme Qualitäten auch und auch ein Verführungspotenzial, was aber nicht in dem abbildbaren Aussehen liegt. Und
Also das ist sicherlich was, wo man, glaube ich, wenn man über diese Filme redet, etwas weggehen muss vom Inhalt und etwas hingehen muss zu der, nenne ich es mal, sinnlichen Verführungskraft. Sozusagen ein eigenes Kapitel deiner Frage ist die nach dem Umgang heute, ob man das zeigen darf. Also das ist ja im Prinzip die Debatte, die wir heute unter dem Stichwort Political Correctness führen. Ich war jetzt vor ein paar Tagen in Cannes und habe da gerade auch mit befreundeten anderen Filmkritikern viel drüber diskutiert, bei den Filmen, die da auch gewonnen haben teilweise oder überhaupt gelaufen sind, ob man einen Film ablehnen soll, weil einem die Inhalte nicht passen. Ich bin da überhaupt nicht dafür. Und auch, ob zum Beispiel diese Idee, weil einer der Filme, der in Cannes die Goldene Palme gewonnen hat, der kritisiert Political Correctness, der macht sich darüber lustig. Ob das per se schon die Kritik daran was Reaktionäres ist. Weil wir ja nun wissen, dass die extremen Rechten, die AfD zum Beispiel, ihre Political Correctness-Debatten führen und dass das so ein Schlagwort ist, unter dem sie vieles subsumieren. Ich gehöre zu den Leuten, ich würde sagen, politisch stehe ich bestimmt links von der Mitte, ohne dass ich das so ganz genau definieren kann. Das ist ja gerade das Problem der heutigen Linken, wie man das definieren soll. Aber ich glaube, dass unter anderem die Linke deswegen nicht die Macht hat heute, weil sie sich zu sehr mit Fragen wie Political Correctness und mit sprachpolizeilichen Maßnahmen beschäftigt. Dafür müsste man eigentlich nur mal George Orwell lesen, was der so über Newspeak zu sagen hat, über diese Form des Neusprech, um zu verstehen, was die Linke heute falsch macht. Das heißt, ich bin sehr gegen Political Correctness und ich glaube, dass das Gegenargument gegen diesen Satz, Harlan darf man nicht zeigen, wir wollen ihm nicht ein Forum bieten, es ist ein wichtiger Satz und man sollte sich damit schon auseinandersetzen. Es ist auch nicht falsch, manchmal zu sagen, man soll bestimmten Leuten kein Forum bieten. Ich bin zum Beispiel sehr dafür, dass man auf einer politischen Ebene zum Beispiel der AfD nicht so viel Forum bietet, dass man einfach auch nicht auf jeden Trick reinfällt, jedes Würstchen, was die einem hinhalten, da gleich reinbeißt. Ich glaube, dass die öffentlich-rechtlichen Sender extreme Fehler gemacht haben in den letzten 2 Jahren, indem sie die AfD, die wäre nie groß geworden, ohne die vollkommen übertriebene Aufmerksamkeit, die aus der Skandalisierungslust der Medien entsteht, dass man mit der AfD immer irgendeinen Trottel oder irgendeinen Clown im Haus hat, der dann wahnsinnig gut ist für die Show. Und damit macht man die groß und damit macht man Argumente hoffähig. Im Fall von Veit Harlan oder überhaupt von den Filmen der Nazi-Zeit ist das etwas ganz anderes. Es gibt Vorbehaltsfilme. Manche Filme von Veit Harlan gehören dazu. Das heißt, Filme, die unter einen Vorbehalt gestellt sind, die sind alles, Zensur findet nicht statt, steht im Grundgesetz. Das gilt auch für die Vorbehaltsfilme. Die dürfen alle gezeigt werden. Sie sollen aber gezeigt werden mit einer Einführung. Und zwar einfach einer Diskussionsmöglichkeit. Da kann dann auch jeder sagen, was er sagen will. Es kann auch jeder einfach rausgehen, wenn er diese Einführung nicht hören will. Dann muss er halt wieder reinkommen, wenn der Film anfängt. So ist es nicht. Aber der Film soll halt einfach nicht einfach so gezeigt werden. Ich bin auch dafür, dass man die Vorbehaltsfilme als DVD-Edition zur Verfügung stellt. Das gibt es heute nicht als eine kommentierte. Da sind sehr viele Leute dafür, aber manche wichtige sind auch dagegen. Und das wird es früher oder später geben. Da bin ich ganz zuversichtlich. Man kommt längst an alle diese Filme ran. Auch insofern findet Zensur nicht statt, weil man die im Ausland oft auf ganz legalen Wegen kaufen kann und sowieso auf weniger oder nur halblegalen Wegen, zum Beispiel auf YouTube, sich angucken, aber ist auch nicht illegal und auch runterladen mit entsprechenden Download-Helpern. Das Problem ist, also diese ganze Form der Halblegalität ist für mich schon ein Argument, zu sagen, man soll Vorbehaltsfilme in DVD-Editionen rausbringen, weil nämlich jeder wissen muss, der sich die irgendwie im Netz reinzieht, dass die oft zensiert sind. Das sind genau die Fassungen, die du angesprochen hast, wo die Hakenkreuze rausgeschnitten sind. Und wir, abgesehen davon, verdienen dann die Neonazis in irgendwelchen Ländern, in Skandinavien oder Amerika, damit noch Geld, wenn man das kauft. Wollen wir das? Nein, wollen wir nicht. Also müsste man eigentlich sich diese Hoheit nicht nehmen lassen von Neonazis, sondern die Sachen selber vertreiben, so wie Mein Kampf ja auch an der Bahnhofsbuchhandlung zu haben ist. Und entsprechend bin ich eher für Freigabe davon. Aber zum Beispiel der Opfergang ist ja nicht, und das ist insofern eine andere Debatte, der ist ja kein Vorbehaltsfilm. Man kann sowieso eine Debatte darüber führen, wird kaum geführt, ob nicht manche der Filme, die frei erhältlich sind, viel gefährlicher sind als manche der sogenannten Vorbehaltsfilme. Es gilt auch für Wunschkonzert. Der erwähnte Wunschkonzert ist ab 16 auf DVD
frei und ist auch ungekürzt, auszuleihen. Der ist doch, da sind irgendwie fehlen auch 2 Minuten. Das ist ja eine Wissenschaft für sich, was da alles fehlt, aber es gibt trotzdem Hakenkreuzflaggen, die da ja, schon drin vorkommen. Was da alles fehlt, das ist auch gar nicht so leicht herauszufinden. Der schlagendste Fall für mich ist immer der von Olympia, von Leni Riefenstahl, weil der ja tatsächlich, Leni Riefenstahl ist der Sonderfall, den ich vorhin erwähnt habe, weil die einzige ist, die Rechte selber hatte auf ihre Filme. Das hängt auch damit zusammen, abgesehen von manchem anderen, auch damit zusammen, dass diese Filme als Dokumentarfilme gelten, auch wenn sie es vielleicht nicht sind nach unserem Verständnis. Der Triumph des Willens wiederum ist ein Film, der beschlagnahmt wurde von den Alliierten. Das heißt, der liegt beim Bundesarchiv und den kann sich jeder angucken und der entsprechend dann, den kann man verwenden für sogar relativ wenig Geld, weil die damit kein Geld verdienen wollen und dürfen oder wollen nicht. Bei Olympia ist es wieder anders. Olympia gilt als Kunst, nicht als Propaganda. Und deswegen hat die Riefenstahl ihre Verwertungsrechte gehabt bis zu ihrem sehr, sehr späten Tod im Jahr 2003. Und die hat diese Rechte dann, die sind dann an die Bundesrepublik gefallen und unter Kanzler Schröder hat er diese Rechte verkauft und nicht dem Bundesarchiv gegeben. Deswegen liegt der Film beim Bundesarchiv, da kann ich ihn mir auch angucken, aber man kann, die Rechte sind woanders. Das ist immer kompliziert. Eine Kopie liegt beim Bundesarchiv, da kann man sie sehen, aber man kann sie, man, die Rechte muss man woanders teuer bezahlen in dem Fall, denn wer das gekauft hat, ist der leider überhaupt nicht unverdächtige Käufer, Internationales Olympisches Komitee, weil die ja ihr Label sich sichern wollen. Und das Interessante ist, dass diese Fassung, das Original von Olympia beim IOC liegt und bis heute nicht veröffentlicht wurde, in irgendeiner Form auch nicht auf irgendwelchen Retrospektiven gezeigt wurde. Der Olympia-Film, den alle kennen, den es auf der Arte-Edition gibt, der gelegentlich im Kino läuft, sogar im Fernsehen, lief letztes Jahr in Österreich, geschmackvollerweise zu den Olympischen Spielen, der ist gekürzt um ungefähr 15 Minuten von Leni Riefenstahl selbst, Anfang der 50er Jahre, weil sie ja dann sich rehabilitieren wollte als eine große Künstlerin und nicht Nazi-Regisseurin und weil sie auch in den USA wieder reisen wollte, wo sie doch nicht besonders beliebt war mal eine Weile. Und darum hat sie diese Fassung dann geschnitten und hat da ziemlich viel Hakenkreuzer rausgeschnitten, ziemlich viel Hitler, natürlich ein paar drin gelassen, weil sonst wäre es aufgefallen, aber sie hat es reduziert. Sie hat eine Szene, wo es so rassische Vergleiche von Gesichtern, ohne dass das explizit gemacht wird, aber wo jeder, der so ein bisschen einfach hinguckt, genau sieht, was eigentlich gemeint ist, nämlich dass andere Rassen Untermenschen sind und nur die Weißen ganz toll. Diese Szene hat sie rausgeschnitten und so noch so ein paar andere Sachen. Und das weiß nur keiner. Und ich finde es auch schade, dass die Arte-Edition nicht zumindest mit so einer entsprechenden Warnung oder herauslöschbaren, nicht herauslöschbaren Insert, zum Beispiel hier ist was rausgeschnitten oder so, versehen ist. Es würde natürlich den Genuss mindern, aber vielleicht muss man solche Filme nicht genießen. Ja, nochmal zu Opfergang. Bei Opfergang, man soll Fahrland kein Forum bieten. Ich glaube, dass man im Zusammenhang der Kunst vielleicht doch, ähnlich wie die Ausstellung jetzt hier in Rostock, die Sachen zeigen sollte, um sich damit auseinanderzusetzen. Auseinandersetzung ist nicht das Gleiche wie ein Forum bieten. Man kann ja sehr wohl, auch wenn es kein Vorbehaltsfilm ist, sagen, wir machen eine Einführung dazu oder wir machen eine Diskussion danach, also irgendeine Form von kritischer Begleitung ist möglich. Viel wichtiger aber ist, wenn man die Sachen nicht zeigt, entsteht ein Mythos und die Dinge, weil sie gefährlich sind, muss man zeigen, um nämlich zu verhindern, dass die Leute gewissermaßen naiv an die Sachen rangehen. Und ich glaube schon, dass man sich damit auseinandersetzen sollte und den Bösen gewissermaßen ins Auge schauen sollte. Kino ist, jedenfalls das Kino, was ich liebe, immer etwas, wo es ums Zeigen geht, nicht ums Verbergen. Ich bin auch nicht jemand, der sagen würde, Robert Bresson ist sein Lieblingsregisseur, weil Bresson ist total interessant, weil der funktioniert dadurch, dass er alle möglichen Sachen nicht zeigt und sie trotzdem stattfinden in dieser Form der Abwesenheit. Und das ist aber etwas, was auch nur funktioniert, weil das meiste Kino halt was zeigt und weil deswegen der Zuschauer versteht, was hier nicht gezeigt wird. Im Kino geht es um sowas wie sinnliche Verführung und was an Opfergang eine sinnliche Verführung für den Nationalsozialismus ist, das sollte man meiner Meinung nach zeigen. Es gibt aber noch ein zweites Argument, warum man unbedingt Opfergang und auch andere Harlan-Filme zeigen sollte.
Man zeigt ja auch Douglas Sirk, der mal Detlef Sirk hieß und der auch Melodramen mit Propagandawirkung gedreht hat im Dritten Reich. Und das sind durchaus keine verkappten Anti-Nazi-Filme, sondern im Gegenteil, das sind klassische Nazi-Unterhaltungsfilme. Und diese Filme, die stehen auch auf keiner Liste, die werden auch im Fernsehen gezeigt und die werden auch im Kino gezeigt. Das ist ja der gute Douglas Sirk, der dann später mit Lana Turner und den Fassbinder so geliebt hat. Das stimmt ja auch. Nur Fassbinder hat zum Beispiel auch Veit Harlan geliebt. Das ist etwas weniger bekannt. Der hat auch Christina Söderbaum gemocht. Und diese ganzen Dinge, wenn man sich mit Fassbinders vor allem im Spätwerk auseinandersetzt, dann sieht man etwa in Lili Marleen und auch in dem Film Die Ehe der Maria Braun, wie sehr der nicht nur von Sirk, sondern auch von Harlan gelernt hat. Und insofern glaube ich, dass man, wenn man Fassbinder zeigt und wenn man Sirk zeigt, dann ohne, dass man deshalb in die Hölle kommt, auch Harlan zeigen darf. Also worauf ich ein bisschen auch, sage ich mal, hinaus wollte, ist Opfergang und eben Imsee sind jetzt relativ frisch eben als restaurierte Fassung auf DVD und Blu-ray erschienen. Und das Problem, was ich glaube ich so ein bisschen habe mit diesen Veröffentlichungen, ist, dass mir so, wahrscheinlich ist es dieser Zeigefinger, so ein bisschen fehlt, dass man auch mal sagt, so liebe Leute, ihr könnt die jetzt gucken und sollt ihr auch gucken. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob die Sechserfreigabe, das ist noch so das weniger wichtig ist, aber das eben, da gibt es auch ein Heftchen dazu, so ein Booklet in der Ausgabe und dann wird eben erzählt, ja und die Restauration und Farben und ist eben Aquacolor-Film und es war ja neu und alles. Und da bin ich natürlich auch immer mit drin, so als Filminteressierte, aha ja, hier so und die Farben und das muss man so abgleichen. Und dann ist aber hinten eben auch weitere Filmhighlights aus der Hochzeit der Ufa und dann ist da eben Imsee und dann denke ich mir so ein bisschen, weiß ich nicht, also da krummelt es irgendwie bei mir so im Magen so ein bisschen, dass ich denke, okay, ja, ich weiß, dass ihr eure Sachen auch verkaufen müsst und natürlich, wer den einen Film kauft, der wird wahrscheinlich auch in diesem anderen Interesse haben, aber das ist mir irgendwie zu unkritisch, also Ja, ich glaube auch, dass es ist natürlich auch schon die große Frage, also das ist jetzt etwas die Concorde, der Verleih Concorde verantwortlich, die diese Filme herausbringen und ich glaube auch, dass man das nicht so bewerben muss. Es geht ja schon damit los, dass da Leute, die keine Filmhistoriker sind, behaupten zu wissen, was die Hochzeit der Ufa war. Ob das Dritte Reich wirklich die Hochzeit der Ufa war, also eine Zeit, in der die Ufa zwangsverstaatlicht wurde, und in dem alle möglichen Filmfirmen unter dem großen, das hieß dann UFI, aber hatte das UFA-Logo vorne drauf, also unter diesem Gesamtlabel UFA, subsumiert wurden. Das war wie die Einheitspartei. Das ist ja noch die Frage, ob man da jetzt wirklich der UFA auch einen guten Dienst tut, wenn man das alles so mitmacht, wenn man sich damit gewissermaßen auch auf die Goebbels-Perspektive einlässt. Die UFA selbst weiß heute, die geht ja auch historisch kritisch durchaus seriöser als viele andere mit ihrem Erbe um, die weiß, dass erstens mal die Hochzeit der UFA sicher die 20er Jahre waren, in denen Filme wie Metropolis entstanden sind und in denen auch ob Fritz Lang oder Murnau und diverse andere große Filme gemacht haben. Der Blaue Engel müsste man vielleicht auch unbedingt nennen, also sicher einer der Filme, die das Bild des deutschen Kinos in der Welt am stärksten geprägt haben. Das alles ist UFA, das wollen wir mal nicht vergessen. Und ich denke, dass das aber natürlich, das teased auch wieder was an, was, glaube ich, gerade bei älteren Zuschauern noch da ist. Ältere Zuschauer sind aus ganz bestimmten Gründen, also inzwischen müssen das schon richtig alte Leute sein, nämlich so 70 plus, aber die gibt es ja auch. Ist ja auch schön, dass die alt werden, nur die erinnern sich halt an ihre Jugend und diese Jugend ist ziemlich stark geprägt von dem Kino des Dritten Reichs, weil das Kino auch im Dritten Reich sehr wichtig war und weil es als Weltflucht Mittel sehr wichtig war, aber auch als gewissermaßen inneres Bewusstseinsdesign des Dritten Reichs. Also ich will damit sagen, das Dritte Reich hat durch das Radio und das Kino die Hirne ihrer Bevölkerung bespielt und auch geprägt und denen ihren Stempel aufgedrückt. Und das war natürlich nach 1945 nicht einfach vorbei, weil es nach 1945 keine Gehirnwäsche der deutschen Bevölkerung gab. Vielleicht hätte man es machen sollen.
Es gab die Re-Education, mindestens in Westdeutschland, aber die ist natürlich auch nicht so einfach und auch nicht so gewesen, dass die sofort immer zu gewünschten Ergebnissen geführt hat. Aber das ist ein Kapitel für sich. Nur, das fügt sich an eine These meines Films, Hitlers Hollywood, nämlich, dass ich ja gesagt habe, da drin, vielleicht profitiert man davon, sich mal vorzustellen, das ganze Dritte Reich sei ein einziger Film gewesen. Was ich glaube, ist, dass es unter anderem ein Ziel der Propaganda war, die Ebene zwischen Wirklichkeit und Fantasie auf die Grenze aufzuheben und unsichtbar zu machen. Das heißt, immer wieder geht es schon darum, dass die Leute den Versprechungen des Regimes glauben, sie für bare Münze nehmen, dass sie das, was ihnen als Ziel, ich sage jetzt mal der Endsieg, als Hoffnung, alle Deutschen werden die Welt beherrschen und friedlich leben und in einer homogenen Gemeinschaft, Volksgemeinschaft und so weiter. Es wird keine Not mehr geben, es wird keine Arbeitslosigkeit geben. Das ist der eine Krieg, um alle Kriege zu beenden und all dies. Ja, diese propagandistischen Versprechungen des Regimes, die nehmen sie für bare Münze oder dass sie sie für bare Münze nehmen, das ist das Ziel der Propaganda, neben vielen anderen Zielen, wie Frauen sind so, Männer sind so, Deutsche sind so, wie das dann beschrieben wird. Familien sind so und so und wenn eine Familie anders ist, ist sie ungesund. Und Menschen sind so und so und wenn sie anders sind, sind sie ungesund und dann müssen wir sie auch töten. Die Euthanasiefilme zum Beispiel, ja. Alles dies, das sind Versprechungen und auch Behauptungen des Regimes, bei denen es darum ging, dass die Leute, die die Filme sehen oder die Propagandatexte hören und lesen, sie für bare Münze nehmen. Und das Kino war ein Mittel, um das zu machen. Und das Kino ist ja eine Traumfabrik. Also es ist eine Fabrik und es hat was mit den Träumen zu tun. Und es ging, darum heißt mein Film Hitlers Hollywood, es ging schon darum zu zeigen, dass Hitlers Traumfabrik den Sinn gehabt hat, die Deutschen zum Träumen zu bringen und sie auch weiter träumen zu lassen, in dem Moment, wo die Wirklichkeit schon eher einem Albtraum ähnelte und ihnen gewissermaßen eine Fantasiewelt vorzugaukeln. Und man muss sich klar machen, es gab, wie gesagt, eine ganze Reihe von Fragen, auch am Anfang meines Films und die dann während des Films immer wieder in unterschiedlicher Form auch geblieben sind oder beantwortet wurden. Und dazu eine der Fragen, die kaum vorkommt in meinem Film, weil ich die nicht so stellen konnte, ohne dass ich das breiter erkläre und dafür war keine Zeit, die ich gewissermaßen eher symbolisch stelle, ganz am Ende meines Films, da wo ich ein paar dokumentarische Bilder von verwundeten Soldaten, von einer möglicherweise vergewaltigten, in jedem Fall zusammengeschlagenen Frau zeige und wo ich ein Bild zeige von einem jungen Mädchen, das sich umgebracht hat. Bekanntes Bild für Kenner dieser Zeit, die wissen, dass das aus Leipzig ist und dass das die Tochter des Finanzverwalters, des Finanzdezernenten von Leipzig war. Man könnte auch ihre Geschichte erzählen. Ich habe mal kurz gedacht, dass ich vielleicht den Film an der Geschichte dieses Mädchens aufziehe, aber habe ich dann nicht gemacht. Nur das Bild von ihr ist geblieben und zwar deswegen, weil eine der Fragen, die mich am meisten faszinieren und beschäftigen, die auch nicht beantwortet sind, ist die, warum gab es in Deutschland in den letzten 9 Monaten des Dritten Reichs, ungefähr ab der Invasion in Frankreich und dem 20. Juli-Attentat, so viele Selbstmorde? Und das ist relativ unter den Teppich gekehrt worden, einfach, dass sich am Anfang die Historiker nicht so sehr dafür interessiert haben und jetzt tun sie das, aber in Deutschland ist es noch nicht so angekommen, das machen eher die englischen Historiker. Da gibt es schon Bücher zum Beispiel mit dem Titel Selbstmord im Dritten Reich, ist auch übersetzt, aber ich kenne auch kein deutsches Buch darüber. Ich kenne aber ein deutsches Buch über ein Dorf, was sich mehr oder weniger ganz ausgelöscht hat. Denn wir müssen wissen, dass es auch an der Westfront, also nicht nur an der Ostfront, wo man dann Angst gegen Kriegsende, Angst vor den bösen Russen hatte, sondern auch an der Westfront, wo es ja oft Leute gab, die sich sehr auf die Amerikaner gefreut haben und wo man schon wusste, das wird jetzt nicht so schlimm werden und das ist eher eine Befreiung. Aber da gab es schon auch viele Leute, die aus den unterschiedlichsten Gründen Angst hatten oder sich, ich würde eher sagen, dass es noch einen anderen Grund hatte, die jedenfalls sich umgebracht haben. Und das sind nicht immer Täter gewesen, es sind nicht immer Parteimitglieder gewesen, es sind nicht immer Leute gewesen, wo klar ist, die haben Grund, Angst zu haben, Grund, die Bestrafung und die Prozesse zu fürchten, Grund, vielleicht auch die Rache anderer Deutsche zu fürchten.
Das sind außerdem Leute, die dann in den Wald gegangen sind mit ihren Familien und die haben dann, oder im Einzelnen auch, da haben sie es zu Hause gemacht, aber dann in dem Fall gibt es Dörfer, die sind in den Wald gegangen und dann haben die erstmal die Kinder alle getötet, wie eine Sekte. Und dann die Männer die Frauen und dann haben die Männer sich selber getötet. Und man muss das erklären. Und ich kann das erklären, indem ich so ein Wort nehme wie Massenwahn. Eben wie gesagt, wie eine Sekte. Aber was beantwortet das wirklich? Das muss man ein bisschen anders noch erklären. Was ich sagen würde, ist, dass das Kino der Nazis funktioniert hat, gewissermaßen wie ein Zauber. Es hat die Leute verzaubert. Es hat sie eingelullt in eine imaginäre Welt. Und in dem Moment, sie waren sozusagen im Kino. Deswegen sage ich, das Dritte Reich ist ein einziger Film. Ein Kino endet, erst recht im Dritten Reich, ein Kinofilm immer mit einem Happy End. Irgendwann mussten die sich klar machen, dass es dieses Happy End nicht gibt. Sie mussten gewissermaßen raus aus dem Farbfilm hinein in das Schwarz-Weiß der Wirklichkeit. Der Film war zu Ende. Und viele haben das auch gemacht und ertragen, aber manche halt nicht. Und darum haben sie sich umgebracht, weil sie sich auch einen Tag danach nicht vorstellen konnten. Ich habe auch mit einigen alten Leuten, auch mit Leuten, die so 90 sind, also die da schon Erwachsene waren, junge Erwachsene, ja, mit denen habe ich mich schon darüber unterhalten, weil was sie darüber denken. Die haben auch dann den Film gesehen und ich habe das eigentlich immer bestätigt bekommen, diese Vermutung. Auch, dass der Tod, das ganze Nazi-Kino hat von Anfang an mit dem Tod und mit der Bereitschaft, sich selber zu opfern, zu tun. Das muss man dazu vielleicht wissen. Und der Tod war allgegenwärtig und mir haben Leute erzählt, wir hatten alle unsere Kapseln dabei mit Gift oder einen Revolver oder beides, Pistole. Manche haben das nur dafür da gehabt, für den Fall, dass sie keinen Ausweg mehr haben oder dass es gab ja auch Fälle, wo Männer zusammengeschlagen wurden oder vergewaltigt wurden oder so etwas und sie eigentlich keine Chance mehr sahen für solche Momente und andere wussten, ich kämpfe bis zum Schluss und die letzte Patrone ist für mich. Und manche hatten dann nicht den Mut einfach nur und haben das deswegen nicht gemacht. Gut, also dieses Selbstmordthema, das interessiert mich und ich glaube, dass das Kino mit seiner Verführungskraft etwas damit zu tun hat. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie wir darauf gekommen sind, wegen Opfergang natürlich. Im Übrigen, bei Opfergang geht es ja um den Tod. Und da geht es ja darum, dass der glückliche Tod und interessanterweise ist da ja auch der Mann, der Schwache. Ich glaube, dass Opfergang schon deswegen unbedingt hier gezeigt werden sollte. Ich komme gerne wieder nach Rostock und dann kann man auch so eine Einführung oder so eine Veranstaltung gemeinsam machen und dann kann man meinetwegen auch ein Harlan-Wochenende machen oder sowas und dann da sich überlegen, dass man irgendwie, man kann da ja noch andere Filme zeigen, aber vor allem, dass man anders mit Harlan umgeht. Nur, ich glaube, dieser Film, zusammen vielleicht mit dem Film Großstadtmelodie von Wolfgang Liebeneiner, ist deswegen so interessant, weil das sind Nazi-Regisseure, die nicht dumm waren und die gute Regisseure waren als Filmemacher und die beide wussten, worauf das hinausläuft und die beide mit diesen Filmen, mit anderen, die sie jeweils gemacht haben, nicht, aber mit diesem Film auch Filme gemacht haben, die man, ohne dass man wahnsinnig sich verrenken muss, als Anti-Nazi-Filme interpretieren kann. Das ist nämlich interessant. Anti-Nazi-Filme von Nazis, Fragezeichen, geht das überhaupt? Das geht, wenn man sich überlegt, weil die nicht blöd waren und weil die keine Lust hatten, sich umzubringen, die wollten weiter Filme machen. Die wollten weitermachen, die wollten was zum Vorzeigen haben, so eine Visitenkarte. Hey Leute, ich war doch schon immer dagegen. Keutner brauchte das nicht, das war klar, da musste man nur mal hingucken. Liebeneiner war schon ein bisschen schwieriger, Harlan war fast unmöglich. Der hat es ja auch nicht geschafft. Liebeneiner hat das super geschafft, der ist einer der wichtigen Regisseure der Bundesrepublik geworden. Und da hat niemand, kam dann mit den frühen Filmen und hat dann so rumgewedelt, ja, du hast doch mal da so ein Euthanasie-Schinken gemacht und so, ja, hat nicht interessiert. Kam auch dazu, dass Liebeneiner charmant war, intelligent war, könnte man Heinrich Heine zitieren, ich rief den Teufel und der kam, er war ein lieber, charmanter Mann und so weiter. Ich glaube, dass zumindest die Frage zu stellen ist, wovon gehen wir auf Harlan und Opfergang, den kann sich jeder jetzt auch angucken, während der Großstadtmelodie ein Vorbehaltsfilm ist, wo man nur Ausschnitte in meinem Film sehen kann. Aber Opfergang erzählt ja von einem Mann, der zerrissen ist zwischen zwei Frauen. Und ich würde sagen, diese zwei Frauen repräsentieren auch bestimmte geistige Haltungen
bestimmte sozusagen Weltanschauungen. Und zwar grob gesagt die bürgerliche und die antibürgerliche. Und die Nazis haben sich als Revolutionäre gesehen, gewissermaßen auch als die Hippies von rechts ihrer Zeit. Die kamen teilweise aus der Jugendbewegung. Die wollten den Staat zerstören und die bürgerliche Gesellschaft zerstören. Die wollten auch eine Form von Gleichheit. Wie immer, wenn jemand Gleichheit will, dann sind manche gleicher als die anderen und dann gehören nicht alle dazu. Und die müssen dann halt ausgemerzt werden. Die werden dann entweder an die Wand gestellt oder ins Lager oder vertrieben. Aber dann sind wir alle richtig gleich. Und insofern haben die Nazis durchaus auch eine Gleichheitsidee gehabt. Halt eine ziemlich mörderische. Und im Übrigen auch, damit das nicht missverstanden wird, sage ich es lieber unmissverständlich, ich glaube nicht, dass man die Nazi-Ideologie mit dem Kommunismus gleichsetzen kann und auch nicht mal mit dem Stalinismus, weil selbst der Stalinismus, der zwar viel gemordet hat, aber aus ganz anderen Motiven gemordet hat und mit einer ganz anderen Begründung. Und am Ende ist dann auch die Begründung wichtig, warum jemand mordet, weil es sozusagen, das macht den Mord nicht besser und macht für das Opfer auch keinen Unterschied, aber es setzt sozusagen, es setzt ein Zeichen, es ist ja immer auch ein Signal an die, die weiterleben. Und wenn ich morde, weil jemand Jude ist, ist das überhaupt nicht mehr vereinbar mit irgendwelchen Idealen von Humanität und einer Form von, sagen wir mal, den Werten von 1789, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Wenn die Stalinisten gemordet haben, weil jemand die Klasse verraten hat oder den Staat verraten hat oder weil jemand ein Feind des Volkes ist als ein Ausbeuter, dann haben sie an diesen Werten immer noch festgehalten. Und für mich besteht da ein essentieller Unterschied, nicht nur ein gradueller. Das nur mal so als Einklammerung. Aber zu Opfergang, diese zwei Frauen, die repräsentieren, eigentlich repräsentiert die Figur Christina Söderbaum, die ja auch die ist, die die Ehe auseinanderbringt, die verführt, die den Mann einlullt, man kann sagen, wie eine gute Fee oder wie eine böse Hexe, die repräsentiert in den ganzen Werten alles das, was die Nazis eigentlich hochgehalten haben. Sportlichkeit, Leben, Leidenschaft, Mut, Aufbruch, Zukunft, das Nordische, sie hat so einen Namen wie so eine Figur, Els, wie so eine Figur aus den Nibelungen vielleicht. Oder ja, Elskadi, also ich liebe dich und Els ist dann eben lieben, also tatsächlich ja, so. Ja, der die Liebe an sich. Da. Genau, und dann haben wir die andere, die Irene von Meyendorff. Die ja übrigens die ist, die den Opfergang vollzieht. Also der Opfergang ist nicht der Tod, sondern der Opfergang ist, dass die Irene von Meyendorff so eine großzügige Figur spielt, die so groß ist, dass sie sogar den Ehebruch verzeiht und sogar um dieser höheren Liebe willen ihr eigenes Glück opfert. Nur, die Pointe ist ja eine andere. Die Pointe ist die, dass auch der Karl Radatz gezeigt wird, als einer, der sich erstmal von dieser, der aus dem bürgerlichen Haus kommt, der in der Fremde war, in die Heimat zurückkommt, der von diesem bürgerlichen Haus fasziniert ist, wo die Irene von Meyendorff dazugehört, der heiratet die, eine Großbürgerstochter, kommt aber da nicht richtig rein, unter anderem, weil er die humanistische Bildung ablehnt, weil er mit diesen ganzen Gemälden, mit diesen ganzen Philosophielesungen, Gedichtlesungen, der Musik, sie spielt immer viel Klavier, nichts anfangen kann. Es wird ja auch die Welt der Irene von Meyendorff mit allen Zeichen der Dekadenz aus der Nazi-Ideologie betrachtet, ausgestattet. Das heißt, wir haben so einen Flocati-Teppich, so einen Pelz-Teppich, der viel zu wuschelig und schluffig ist, weich, nicht klar, nicht, dass die Absätze darauf klappern, wenn die SS entlang marschieren würde. Genau. Und dann sind die nur in Innenräumen. Es ist immer ein bisschen dunkel. Es sind alte Leute, die eigentlich zum Sterben da sind, während die Jugend von der anderen Seite verkörpert wird. Und dann reißt er diesen Vorhang auf. Er reißt das Fenster auf, da muss doch mal frische Luft rein. Und was er dann entdeckt, ist eben diese Frau, die eigentlich kein Buch je in die Hand genommen hat, die auch keine Gedichte zitieren oder Klavier spielen kann, die dafür Sport macht, die nackt schwimmt. Das ist eine der wenigen Nacktszenen von Christina Söderbaum. Und wenn man die DVD dann am Standbild guckt, dann kann man auch ihre Brustwarzen sehen, immerhin, das ist schon ziemlich viel für die Nazi-Zeit, ansonsten geht es immer ganz schnell vorbei. Und da ist eigentlich, die reitet, die Bogenschießen und die ist super sportlich drauf und alles. Und dann ist das alles soweit gut und der Karl Radatz, der weiß natürlich sofort, wo er hingehört, nämlich zu dieser Stimme der Natur. Und dann wird aber irgendwann klar,
die Frau ist in verschiedenster Weise kontaminiert. Die war in der Fremde. Die hat sich natürlich, das ist dann immer ein afrikanischer Virus, irgendetwas von fremden Rassen. Man soll halt nicht in die Fremde gehen, wollen uns die Nazis damit auch gleichzeitig sagen. Da sind wir immer noch so ganz dabei bei der Nazi-Ideologie. Sie hat sich da was eingefangen. Und sie hat einen Sohn, zu dem hat sie aber keinen Mann. Das heißt auch noch unehelich. Und den Sohn hat sie schon dann so bei einer Arbeiterfamilie untergebracht, in so einer grattligen Gegend, würde der Münchner sagen, also in so einer Gegend, wo man sich leicht Krankheiten einfangen kann. Und dann kommt eben die Typhusepidemie, also auch nochmal etwas. Das heißt, diese ganze gesunde Person, scheinbar gesunde Person, die ist aber sterbenskrank. Und was von der Natur her verurteilt wird, das ist in der Nazi-Ideologie immer richtig. Hm. Und gewissermaßen haben wir einen mit Nazi-Werten beflügelten Prozess der Abspaltung der Nazi-Werte in diesem Opfergang-Film von Harlan. Das heißt, unser Stellvertreter, die Karl-Radatz-Figur, lernt, ich muss zurück in den Schoß der bürgerlichen Welt, ich muss zurück in den Schoß von Irene von Meyendorff, ich darf nicht mehr fremd gehen, ich darf nicht im Bürgertum abtrünnig werden, ich muss dieses scheinbar Überlebte, dieses scheinbar Dekadente anerkennen als das, was mein Schicksal ist und was die Zukunft ist. Auch wenn es mir schwerfällt, muss ich mich von diesem großen Traum, diesem wahnsinnig schönen, tollen Traum, den ich hatte, nämlich mit der Christina von Söderbaum einfach abzuhauen in den nordischen Wald und da Pfeil und Bogen zu schießen und das Wild zu jagen, wahrscheinlich vom Pferd aus oder so etwas, den muss ich verabschieden. Hinauszuziehen auf die Fremde, die Welt zu erobern, den muss ich verabschieden. Das sind alles Metaphern. Aber in diesem Metaphernkrieg gewinnt die bürgerliche Seite. Und das erzählt uns Veit Harlan. Deswegen hat er was vorzuzeigen, dass er eigentlich diese mehr den Nazi-Ideal verhaftete Figur sterben und auf eine ganz bestimmte Weise negativ aussehen lässt. Und entsprechend muss ja auch der Karl Radatz, als ihm so schwerfällt, sich zu entscheiden, selber auch fast sterben. Der kriegt nämlich auch Typhus, aber er überlebt es, weil er die richtige Entscheidung trifft. Moralisch wird man dann immer belohnt bei den Nazis. Was man noch dazu sagen kann, ist, dass man wirklich diesen Film zusammen sich angucken sollte mit dem Film La Habanera von Douglas Sirk, Detlef Sirk, bei dem die Hauptfigur auch eine nordische Frau ist aus Schweden, auch gespielt von der Schwedin Sara Leander. Und die geht auch hinaus in die Welt, fängt sich da auch was ein, in Puerto Rico in diesem Fall, nämlich einen Mann. Die heiratet so einen Spanier, der natürlich nach den Maßstäben der Nazis sowieso gleich diffus ist, der dunkle Haare hat, aber gleichzeitig das Verführen der Fremde. Deswegen spielt es der verführerische Bo des Nazi-Kinos Ferdinand Marian. Und der, da gibt es auch eine Krankheit. Und der macht sich nämlich diese Krankheit zunutze lange Zeit. Dann kommt aber ein nordischer Arzt, also auch ein anderer Mann. In dem Fall ist es eben das klassische Melodrama, also eine Frau zwischen zwei Männern. Bei Opfergang ist es umgedrehtes, verqueres Melodrama, ein Mann zwischen zwei Frauen. Und der Mann ist eigentlich dann auch die Frau in der Frauenposition. Der muss sich entscheiden, der baut Scheiß, der wird krank. Hier ist es alles anders. Und hier erledigt die in La Habanera 10 Jahre vor Opfergang gedreht oder nicht 10 Jahre, sondern genau genommen 7 Jahre. Da wird dann die Frau, der Mann der Frau, der Ehemann, der wird krank. Wir haben vorher schon so eine krasse Szene. Die haben nämlich einen Sohn zusammen, der ist natürlich total blond. Da fragt man sich, kommt der überhaupt von dem Mann? Aber egal, das ist ein gutes Kind, weil die Sara Leander hat ja auch dunkle Haare, also wieso ist der eigentlich blond? Aber das nur nebenbei, aber sie erzählt ihm, wir sind wie gesagt in Puerto Rico, wo alles schwitzt und überall Palmen sind, da erzählt sie ihm von Weihnachten und der Junge will unbedingt Schlitten fahren, weil er Weihnachten so toll findet und der Schnee und so weiter, das kennt er nur aus Kinderbüchern, er fährt dann Schlitten im Treppenhaus und solche Sachen kommen dann vor, die singen auch noch ein unglaublich kitschiges Weihnachtslied. Aber kurz und gut, bei La Habanera wird das dann von der Natur insofern gelöst, dass der falsche Ehemann krank wird und stirbt an der Seuche, von der er vorher profitiert wird als böser quasi jüdischer Kapitalist. Und der anständige Arzt, der so ein bisschen die Zügel mal anzieht bei der Sara Leander, der nimmt die dann mit nach Schweden oder in den Norden, jedenfalls weg aus diesem welschen südlichen Gefilde in irgendwelche Gegenden, wo es kälter und anständiger ist. Und das Interessante ist, dass die auch eine so eine letzte Szene hat. Es gibt die letzte Szene bei Opfergang, wo das Ehepaar reitet und sie eine Rose, die vorher die inzwischen gestorbene Konkurrentin der Ehefrau hatte, die Els, eine Rose
im Meer verstreuen, sozusagen als letzter Gruß. Und das ist auch mit das letzte Bild, dass diese Rose dann vom Meer umspült und dann irgendwann wahrscheinlich in die Ostsee ist es ja im Zweifelsfall dann gezogen wird. Und in dem anderen Fall haben wir auch das Meer. Da sind die auf dem Schiff. Das Schiff fährt weg und die Sarah Leander, die dreht sich so zurück und während das Schiff in die eine Richtung fährt, geht ihre ganze Körperbewegung in die andere Richtung, was sozusagen diese Zerrissenheit besonders deutlich macht. Und die haben dann auch so einen Dialog, wo sie sagt, dass sie sich schon gewissermaßen so ein bisschen, ich bereue nichts, sagt sie, und es ist klar, dass sie auch so ein bisschen noch dem nachtrauert, was sie jetzt endgültig verlassen wird. Und ich habe mal zwischendurch überlegt, ob ich meinen Film, der jetzt ganz anders aufhört, mit dieser Szene enden lasse, weil man da eigentlich ganz gut zeigen kann, dass die deutsche Gesellschaft, die in dieser Sarah Leander sich verkörpert, also das Publikum, sie ist die Stellvertreterin des Publikums, dass diese deutsche Gesellschaft sich auch, ja, froh ist, dass sie den tyrannischen Ehemann los ist, den Führer, den Tyrannen, und gleichzeitig sich sofort schon in dem Moment, wo er dann weg ist, nach dem zurücksehnt. Und das ist ja das, was dann eigentlich danach passiert ist. Insofern weiß dieser Film, da ist dann Cirque sehr klug, schon auf das voraus, was passieren musste. Er zeigt unser Verhältnis zum Tyrannen. Darum geht das. Bei Opfergang gibt es keinen Tyrannen, bei Opfergang gibt es aber diese zwei Prinzipien, von denen das eine gewissermaßen die Tyrannei der Natur auch verkörpert. Macht viel Freude, dir zuzuhören, und ich würde jetzt mal kurz die Zuhörer auch darüber in Kenntnis setzen, dass ja jetzt parallel, während wir hier reden können, im Kino sozusagen zum ersten Mal in Rostock hier Hitlers Hollywood läuft, und es wird im Anschluss auch gleich ein Filmgespräch geben. Das würden wir jetzt hier im Anschluss auch jetzt gleich einfach mal mit hineinschneiden, und dann würde ich das gerne noch fortsetzen, das Gespräch, gerne das Angebot annehmen, um sozusagen vielleicht auch wirklich gerade so, wie der Film jetzt endet und worauf das auch sozusagen anspielt in Richtung, was ist eigentlich sozusagen in unserem gegenwärtigen Kino, was können wir denn da eigentlich auch spüren? Dem würde ich dann gerne nochmal nachgehen, und für den Moment setzen wir jetzt erstmal ab, und ihr hört jetzt das Filmgespräch, das jetzt im Anschluss mit dem Publikum und Rüdiger Soestland passiert ist. Jetzt ist gleich die große Chance, die einmalige Chance, Sie können dem Regisseur Fragen stellen, aber ich glaube, manchmal ist es auch so, dass der Regisseur wissen möchte, wie fanden eigentlich die Zuschauer den Film? Ja. Klar, will ich immer wissen, wie sie den Film fanden. Na, da gibt's auch schon Wortmeldung. Und wir machen das so, ich versuche immer den Leuten einmal kurz das Mikrofon zu geben, ja? Also ich fange hier unten an und dann der Herr dort. Also erstmal herzlichen Dank für den Film. Ich fand es sehr interessant. Meine Frage ist mal technisch, ab wann gibt es eigentlich Farbfilme? Die sind doch nachkoloriert, oder wie ist das? Dann habe ich noch eine Frage. Warum haben Sie nicht einmal den Vorspann von dem von der Wochenschau, die deutsche Wochenschau gebracht? Dieses Le Prélude von Franz Liszt, das habe ich direkt vermisst. Okay, die Prélude von Franz Liszt war die Wochenschau nur im Ostfeldzug. Das fing erst an, und das kommt übrigens vor, aber es ist ziemlich schnell weggeblendet, in der Szene nach dem Fußballspiel, nach dem Fußballfilm, das große Spiel. Es ist so, dass Goebbels sehr, sehr klug gearbeitet hat. Das ist, glaube ich, auch klar geworden. Und er hat auch so gewissermaßen die verschiedenen Feldzüge mit verschiedenen Trailermusiken versehen. Dadurch gelabelt. Man wusste sofort, wo man war. Im Westen, im Osten, im Norden. Und die Prélude von Chopin tatsächlich, oder von Liszt. Ist es nicht Liszt? Liszt, ja, genau. Liszt, pardon, Chopin. Nee, geht natürlich auch gar nicht. Chopin, Nazi-Kino. Entschuldigung. Das hat er genommen für, ja, um sozusagen den Ostfeldzug zu labeln, aber nicht jede Wochenschau. Ich denke, wir haben einmal den Anfang deutscher Wochenschau gezeigt, nämlich als der Krieg anfängt, Polenfeldzug. Das ist sozusagen auch die Mitte des Films übrigens. Zumindest das schwedische Fernsehen hat den als Zweiteiler, wird den zeigen, und deswegen haben wir den so eine Fassung geschnitten, wo das dann genau in der Mitte ist, und mit dem Krieg beginnt der zweite Teil. Es ist aber davon abgesehen natürlich ein Film über das Nazi-Kino und in erster Linie über die Spielfilme. Man könnte auch einen ganzen Film über die Wochenschauen machen. Die Wochenschauen sind natürlich total interessant. Ich habe diese Wochenschauen ein bisschen genommen, um das zeitlich auch einzuordnen. Was ja wichtig ist, ist, dass fast kein Bild, außer am Anfang und am Ende, fast kein Bild
in diesem Film vorkommt, was nicht Propaganda der Nazis ist. Das ist sozusagen der Ansatz gewesen. Die Auswahl, es ist ja eh Unmenge an Material, das so ein bisschen zu gliedern, dass man sagt, okay, wir zeigen jetzt alles. Auch die Juden zum Beispiel, auch die Kommunisten. Aber nur mit dem Blick der Nazis drauf. Enorme Einschränkung. Und das macht aber auch einen Sinn, weil wir dann sozusagen die Chance haben, knappe 2 Stunden in deren Kopf uns zu bewegen. Das hat alles Vor- und Nachteile, aber mir schien das in dem Fall ganz nützlich zu sein. Ansonsten die erste Frage technisch, genau, Farbfilm. Farbfilm gibt es, das ist nichts nachkoloriert. Das ist von den, natürlich ist von uns farblich bearbeitet, teilweise um die Farben auch ein bisschen anzupassen, um den Look ähnlich zu machen. Das ist ja auch nicht immer alles in perfekter Form erhalten. Sowieso, auch die Schwarz-Weiß-Bilder sind manchmal bearbeitet, dass man die Kontraste erhöht, dass man bestimmte Unebenheiten und so Flecken, die drin sind, einfach wegmacht. Das kann man heute digital, das ist ja ein digitaler Film, aber das Ursprungsmaterial ist analoges Filmmaterial. Und die Töne sind neu gemischt und das alles. Das ist, wenn Sie diese historischen Filme hier sehen, und hoffentlich tun Sie es mal, dann werden Sie merken, dass manches auch weniger gut aussieht als jetzt in dem Film, weil wir da schon versucht haben, das ein bisschen zu vereinheitlichen in dem Sinn und für heutiges Publikum zu erschließen und guckbar zu machen. Und da werden auch Töne anders gemischt und ähnlich auch die Farben. Aber grundsätzlich gibt es, der erste deutsche Farbfilm ist Frauen sind doch die besseren, sind doch bessere Diplomaten. Der ist von 1941. Was es aber gibt, das ist, den Farbfilm gibt es schon vorher. Manche von Ihnen werden kennen diese Eva Braun Home Videos. Und was es aber auch gibt, ist natürlich, dass Leute, die sich das leisten konnten, mit ihren privaten Kameras, Super 8 Kameras in der Regel schon Farbaufnahmen in den 30er Jahren gemacht haben. Das ist teuer gewesen, das Material, aber dann, wenn man reicher war, konnte man das machen. Und Sie haben ganz am Anfang des Films ja diese Bilder gesehen, die zum Beispiel in Berlin Tiergarten zeigen, die Goldelse, die sogenannte, und all dies, aber auch das Rundfunkgebäude, Haus des Deutschen Rundfunks in der Masurenallee, das sind alles nicht nachkolorierte, sondern originale Farbaufnahmen, die aus dem Jahr der Olympiade, aus 1936 sind. Das ist eines der frühesten Aufnahmen. Wenn Sie auf YouTube googeln und da eingeben, Berlin 1936, auf YouTube halt suchen, Berlin 36 und Berlin 35, dann finden Sie ganz viel und gutes Material. Und da kommt auch das draußen, da kommt auch das vor. Das muss man natürlich dann finden in der Vorlage und rechtlich auch sich besorgen, aber das konnten wir. Also so ist das zustande gekommen. Die Grundidee, vielleicht darf ich das noch kurz sagen, ist ja auch ein bisschen die gewesen, weil ich meinte, wir nehmen vor allem Nazi-Material. Sie haben das ja gesehen. Wir haben den Einstieg mit dem Mann, der Sherlock Holmes war. Wir gehen raus aus dem Film, nicht ganz identisch, sondern mit dem Ausschnitt aus Kolberg, aber dann kommt eben noch die Musik danach und die Musik ist eine andere. Ich versuche schon, diesen Film, so linear und chronologisch er ist, dann immer wieder auch in der Chronologie zu brechen. Und wir haben dann einerseits ein bisschen Themen gebündelt, wir, meine Katharin und ich vor allem, Themen gebündelt, und auf der anderen Seite haben wir auch versucht, natürlich am Anfang gewisse Kreise aufzumachen, die dann am Ende geschlossen werden. Also mein Gedanke war schon der, dass es einen Film geben muss, eine Szene geben muss, die stark einsteigt und die gewissermaßen meinen ganzen Film im Nukleus enthält. Darum der Mann, der Sherlock Holmes war. Weil das ist Unterhaltung. Wir sind sofort vollkommen in dieser Unterhaltungswelt drin. Wir haben 2 große Stars, die gleichzeitig sehr gegensätzlich sind, Heinz Rühmann und Hans Albers. Die singen ein Lied, was meiner Ansicht nach schon alles verrät, wenn Sie auf den Text geachtet haben. Verrät, dass es eigentlich, also da kommt drin zum Beispiel die Zeile drin vor, und wer es jetzt noch nicht begreift, der wird von uns eingeseift. Genau darum geht es. Wir haben hier 2 Hochstapler, und das sind ja nicht Sherlock Holmes und Dr. Watson, sondern es sind 2 deutsche Kriminelle, die als Sherlock Holmes und Dr. Watson in England in einem Luxushotel sich einmieten und gewissermaßen versuchen, die Leute zu betrügen. Jetzt lassen wir mal die Tatsache weg, dass Sherlock Holmes nur eine literarische Figur ist. So genau hat man das damals nicht genommen. Die werden am Schluss auch freigesprochen, weil es halt positive Kriminelle sind. Das Interessante daran ist,
dass wir im Nazi-Kino oft positive Hochstaplerfiguren, positive kriminelle Figuren haben. Ich denken wir mal Hochstapler an den Baron Münchhausen. Gleichzeitig ist das Interessante, und das zeigt auch diese Szene, dass die Propaganda gar nicht so sehr lügt, wie man im ersten Moment meinen mag. Gar nicht so viel verstellt und verschleiert, wie man meinen mag, sondern im Gegenteil, dass Propaganda eine bestimmte Form von Offenheit ist und von Wahrheitsdiskurs. Sie haben hoffentlich bemerkt, dass wir diese Szene haben, wo diese beiden Männer in ihren Badewannen sitzen und das Lied singen, dass dann währenddessen die Zimmermädchen ein bisschen aufräumen und beim Aufräumen in der Schublade entdecken, da geht die Schublade auf und was sehen wir da? Wir sehen da Schlagringe, wir sehen da Pistolen. Das heißt, wir sehen ganz offen die Waffen der Kriminellen, auch noch Schlüssel Dietrichs, um alles aufzumachen. Auch da wird eigentlich was enthüllt, da ist die Wahrheit sichtbar und gleichzeitig wird sie in einen bestimmten Zusammenhang gerückt, um sie konsumierbar zu machen und um sie auch positiv zu konnotieren. Das zeigt alles diese erste Szene. Die zweite ist dann auch noch gewissermaßen vor dem Film. Die zeigt diese Dokumentarbilder mit den zwei, vor allem zwei BDM-Mädels, die wir am Schluss dann nochmal sehen. Das war mir deswegen eine wichtige Szene, weil ich es erstens auf eine gewisse Weise, wenn ich dieses komische Wort hier verwenden darf, anrührend finde, diese beiden jungen Mädchen zu sehen, die relativ unschuldig im Hier und Jetzt sind, die Bewegungen machen wie Filmstars, wo man dann schon merkt, dass das Film, dass das Kino so eine Folge hat, dass das wichtig ist im Leben und dass man Filmstars nachmacht. Die haben gleichzeitig, das sind junge Menschen, die offensichtlich noch nicht in dem Moment in irgendeiner Form zu Tätern werden. Und gleichzeitig haben sie die Uniform des BDM, Bund Deutscher Mädchen und entsprechend auch dann natürlich die Uniform der Nazi-Partei an. Und um solche Ambivalenzen geht's mir. Und natürlich finde ich es, ich wüsste tatsächlich gerne, wer diese beiden, das ist eine Privataufnahme, das ist die einzige Dokumentaraufnahme, die nicht, wenn man so will, Propaganda ist und nicht für eine Wochenschau vom Regime designt wurde. Diese Aufnahme, die dann am Schluss wieder vorkommt, um uns daran zu erinnern, ich fände es total interessant zu wissen, was aus diesen Mädchen geworden ist. Vielleicht haben sie den Krieg nicht überlebt. Was haben die für Filme gesehen? Das finde ich tatsächlich auch eine Frage, weil die ja repräsentativ sind als einzelne Personen für die Menschen, die im Nationalsozialismus erwachsen wurden und die von diesem Kino auch extrem geprägt wurden. Ja, und dann kommen auch noch diese anderen Farbprivataufnahmen und dann geht's erst richtig in den Film rein. Und ich habe am Schluss versucht, das zu schließen wieder, indem ich wieder zu diesen privaten Aufnahmen zurückkomme. Die Aufnahmen der verwundeten deutschen Soldaten, auch dieser offensichtlich zusammengeschlagenen Frau, über die es viele Vermutungen gibt, um wen es sich da handelt. Die sind die einzigen Aufnahmen, die amerikanische Soldaten in den letzten Kriegstagen gemacht haben, von eben vor allem gefangenen und zurückfliehenden deutschen Truppen. Und das Lied am Schluss, vielleicht kennt das ja der eine oder andere von Ihnen. Gibt es jemand, der dieses Lied ganz am Schluss beim Abspann, der das kennt? Der weiß, um was es sich handelt? Ja? Sie melden sich? Sie haben es schon mal gehört. Ja, also das ist ein, das stammt zum einen, zuerst hat es gesungen Marlene Dietrich. Oh, so langweilig ist das. Okay. Erst hat es Marlene Dietrich gesungen. Es stammt tatsächlich aus einem Film der Weimarer Republik noch. Das ist komponiert von Friedrich Holländer, das heißt von einem Komponisten, der ins Exil gegangen ist. Und mir war es, und dann viele Hollywood-Filme übrigens gemacht hat, mir war es schon wichtig, nach dieser ganzen, teilweise auch ganz tollen, aber doch Nazi-Musik, dann mal andere Töne noch zu hören. Und außerdem singt das eben nicht Marlene Dietrich in der Fassung, die Sie gehört haben, sondern Charlotte Rampling. Und das ist verbunden mit einem kleinen Filmhinweis, der, wenn Sie so wollen, auch eine Mängelanzeige ist fürs deutsche Kino. Denn diese Fassung, in der Charlotte Rampling das Lied singt, stammt aus dem Film Der Nachtportier von Liliana Cavani. Abgesehen, dass ich den Film sehr gut finde und dieses Lied sehr schön finde, geht es mir auch darum, auf diese indirekte Weise darauf hinzuweisen, dass die Italiener ziemlich viele Spielfilme gedreht haben nach dem Krieg, indem sie sich in der einen oder anderen Weise sehr deutlich mit der Ästhetik des Nationalsozialismus auseinandersetzen und in einem gewissen Sinn die ästhetische oder auch erotische Faszination des Faschismus ernst nehmen,
was im deutschen Kino lieber ein bisschen verdrängt wird, vielleicht auch aus sehr guten Gründen, aber ich bin auch nicht ganz sicher, ob das richtig ist so. Der Nachtportier wäre zu nennen von Liliana Cavani. Ich kann auch sagen, Die Verdammten von Visconti, Salò von Pasolini, Die sieben Schönheiten von Lina Wertmüller, um mal so viele Highlights zu nennen. Muss man alle angucken, um zu wissen, was Ästhetik des Faschismus heißt. Sie haben eine solche große Menge zu erzählen und zu sagen, das ist echt beeindruckend. Zum Film möchte ich auch noch sagen, klar, der ist beeindruckend, also ich bin begeistert. Herzlichen Glückwunsch. Vor allem, weil er die Historie des deutschen Films im Dritten Reich sehr gut erklärt. Vor allem Leuten, die sich, weil sie öfter ins Kino gegangen sind oder Fernsehen gesehen haben, das eine oder andere schon gesehen haben. Meine Frage an Sie. Sie haben gesagt, es gäbe keine Stunde Null danach. Die Mörder sind unter uns. Wenn ich mich recht entsinne, auch Keuchner. Zählen Sie nicht dazu? Wolfgang Staudte. Herr Staudte. Wissen Sie, was der vorher gemacht hat? Ja. Der hat unter anderem bei Jud Süß mitgearbeitet. Das ist genau das, was ich meine mit, es gab keine Stunde Null. Gut, dann ist die Frage erklärt. Die zweite Geschichte, Sie haben gefragt, welche Filme haben Sie gesehen? Bei uns zu Hause gab es 1964 den ersten Fernseher. Deutscher Fernsehfunk. Montags, 20 Uhr. Willi Schwabes Rumpelkammer. Nee, die kam am Mittwoch, auch 20 Uhr. Am Montag gab es immer einen Film aus dem Reichsfilmarchiv, das zufällig auf dem Boden der alten DDR gelegen hatte. Und das DDR-Fernsehen oder der Deutsche Fernsehfunk hat einfach darauf zurückgreifen können. Und es ist eine Menge, wie ich immer gefunden habe, altes Denken sozusagen, in der DDR auf die Art und Weise auch konserviert worden. Im Westen auch, wenn ich Sie trösten darf. Da liefen die Sachen ja auch im Fernsehen. Die haben sich, meines Wissens hat sich, das ist eine Geschichte für sich, die DDR sogar auch die Sachen teilweise besorgt von der Monarch-Stiftung, weil die zeigen wollten. Die mussten, das war ja nicht, das haben die schon gemacht dann. Die haben die Sachen rübergeschickt, dann kamen die Kopien halt wieder zurück. Es lief ja in der DDR, liefen ja auch meines Wissens französische Nouvelle Vague-Filme zum Beispiel, italienischer Neorealismus etc. Also das, klar, sind in der DDR auch diese Nazi-Filme gezeigt worden. Ich weiß nicht, wie die Einführungen dazu waren. Ich glaube, dass man teilweise die Jahreszahlen ein bisschen unterschlagen hat, weil sonst wäre das schwierig gewesen, die einfach so zu zeigen. Was ich aber auch weiß, ist, dass tatsächlich so die ältere Generation, also die Eltern von meinen Freunden, dass die, oder von meinen jüngeren Kollegen auch, also irgendwie auch nicht mehr, aber dass die kennen alle die ganzen Stars, die hier vorkommen. Also Ilse Werner, Rühmann und so weiter. Und nicht nur vom Westfernsehen, sondern auch von den Sachen, die dann selber in der DDR liefen. Ja, das ist eine ganz eigene Geschichte. Ganz grundsätzlich würde ich gerne, wenn die Möglichkeit ist, auch die Geschichte des Kinos der beiden Deutschlands dann weiter erzählen. Ich glaube, man muss sie getrennt erzählen. Denn sonst wird es ein 4-Stunden-Film, wenn man auch diese Wechselbeziehungen betrachten möchte. Die Stunde Null, im gewissen Sinn ist das eine Binsenweisheit. Man muss das vielleicht den Westdeutschen auch noch deutlicher erklären als den Ostdeutschen, falls man das noch so auseinanderhalten kann. Weil in Westdeutschland ja schon der Mythos sehr stark ist, es gibt die Stunde Null ist einfach so ein stehender Begriff. Und der ist sehr stark in dem Sinn, wir haben dann alles anders gemacht und wir haben mit den Nazis abgerechnet. Und dann gab es natürlich den Einfluss der Alliierten, also im positivsten Sinn eine Re-Education, also eine Wiedererziehung, Wiederzivilisierung. Die ist auch sehr positiv gewesen. Die hat nur, je genauer man hinguckt, so ist es ja immer in der Geschichte, ihre wahnsinnigen Brüche. Dazu gehört zum Beispiel, dass es scheinbar den ganzen Fans vom Hollywood-Kino doch sehr unangenehm war, dass Douglas Sirk mal Detlef Sirk hieß und Nazi-Melodramen gemacht hat. Nicht verkappte Widerstandsfilme, sondern einfach Nazi-Melodramen. Sie haben Habanera gesehen. Das hat man dann nie dazu gesagt, obwohl natürlich die Douglas Sirk-Filme schon in den 60er Jahren auch im deutschen Fernsehen liefen, westdeutschen Fernsehen. Ein anderes Beispiel, Casablanca. Der lief in Westdeutschland zum ersten Mal in einer bereinigten, in der richtigen Fassung, also in der Originalfassung, im Jahr 1976.
der ist vorher im Kino, im Fernsehen eh nicht gelaufen, der ist vorher im Kino immer nur in einer extrem zensierten Fassung gelaufen. Ich hoffe, viele von Ihnen kennen Casablanca. In dieser zensierten Fassung kommen keine Nazis vor. Stellen Sie sich das mal vor. Ja? Major Strasser gibt es nicht. Im Übrigen vom Weimarer Schauspieler Konrad Veit, einem Antifaschisten, gespielt. Trotzdem gibt es das nicht. Der Viktor Laszlo, der Anti-Nazi, der mit Ingrid Bergman dann wegfliegt am Ende, der heißt nicht Viktor Laszlo und es geht auch nicht um Widerstand gegen die Nazis, sondern er ist Viktor Larsen, ist ein Skandinavier, ich glaube Däne, und der hat irgendwelche komischen Radiostrahlen entdeckt, gegen die dann irgendjemand finden will. Also ein vollkommen absurder Plot, der nur mit der Synchronisation da irgendwie reingefriemelt wurde, dass der Film nicht völlig blöd wirkte. Und so wurde er gezeigt, ähnlich wie übrigens Saboteure auch von Hitchcock, wo auch Nazis vorkommen. Das sind dann aber eigentlich Latino-Drogenhändler in der westdeutschen Fassung. Und das alles hat man dann so gezeigt, weil man offenbar den armen, geplagten Westdeutschen nicht zumuten wollte, die Erkenntnis, dass es mal böse Nazis auf deutschem Boden gab und dass die Amis die auch richtig fertig gemacht haben. Gibt es weitere Fragen? Bestimmt. Sagen Sie, Callback, 45 gedreht, da war ja nicht mehr viel Zeit, wo man den zeigen konnte. Und dann sagen Sie auch noch, dass da Tausende von Soldaten mitgewirkt haben. 180.000. Soldaten in dem Film, als ja, die haben wir doch woanders gebraucht. Ja, schade nicht. Wäre der Feithaler nicht gewesen, hätten wir vielleicht noch den Krieg gewonnen. Nein, wer hat ihn freigestellt? Also das muss ja... Goebbels hat den freigestellt. So, also Kolberg, ich erzähle gerne die Geschichte. Kolberg ist nicht 45 gedreht, sondern hat das Jahr 45, das heißt, das ist das Premierendatum. Er ist gedreht 43 und 44, vor allem 44. Vielleicht hätten wir den Krieg gewonnen, wenn Kolberg nicht gedreht worden wäre. Also Gott sei Dank, lieber Veit Harlan, haben wir wegen dir den Krieg verloren. Nein, das ist ein bisschen anders. Der Goebbels hat, und ich hoffe, das ist in meinem Film rausgekommen, Film als Mittel des Kriegs und als Waffe durchaus ernst genommen. Und deswegen waren vielleicht 180.000 Statisten, wofür er dann vor allem Wehrmachtssoldaten genommen hatte. Auch die Pferde übrigens, die hat man ja, Pferde waren im Zweiten Weltkrieg noch ziemlich wichtig. Die hat man auch alle gebraucht. Ich will Ihnen noch was erzählen, Sie haben den Schnee gesehen in Kolberg, ja? Es gab keinen Schnee, die haben im Sommer gedreht. Wie haben sie es gemacht? Salz. Tonnen von Salz, also eine dreistellige Zahl von Salztonnen, hat man im Übrigen vor allem nach Neumünster, die haben nämlich an der Ostfront angefangen zu drehen, dann war das aber also in Ostpreußen, dann war die Ostfront aber zu nah und dann hat man woanders das fertig gemacht, in Neumünster, und hat dann Salz ausgeschüttet, damit das aussah wie Schnee. Ich weiß nicht, was da heute im Boden ist und wie da die Salzkonzentration ist, ob man das alles wieder abgeräumt hat, aber alleine dieser ganze Aufwand. Man sieht's, wenn Sie sich den Film nochmal angucken, sehen Sie es, wenn dann das brennt, weil der Schnee halt nicht schmilzt, wie Schnee schmilzt, sondern das so komisch runterfällt, wie Salz runterfällt. Aber das ist nur so eine Absurdität am Rand. Dieser ganze Film ist ja der Wahnsinn. Der ist nach heutiger Währung immer noch der teuerste Film der deutschen Filmgeschichte. Das Interessante an dem Film ist ja, der beschreibt eine Niederlage. Der beschreibt, jeder, der historisch, auch damals war das nicht so verquer, dass man nicht nachgucken konnte, wie das ausgegangen ist, dass man nicht wusste, dass es vollkommen unhistorisch ist, auch der ganze Film, wenn Sie den mal sehen, dass es halt den Frieden von Tilsit eigentlich gab, in dem dann mit oder ohne Königin Luise sich über Preußens Rücken Napoleon und der Zar geeinigt haben und dann nicht viel übrig blieb von diesem heroischen Preußentum, was der Film propagiert. Das Ganze wird ja da erzählt als Vorgeschichte der Befreiungskriege von 1813. Und historisch können Sie es gleich vergessen. Was das Interessante ist, dass in diesem Drehbuch, das 43 geschrieben wurde, schon der Volkssturm vorweggenommen wird und auch diese ganze Kriegszerstörung schon vorweggenommen wird. Der Film, der funktioniert ja, ich setze ihn zugegeben auch so ein, der funktioniert ja fast wie ein Dokumentarfilm über das, was Anfang 45 in Deutschland los ist. Und man kann sagen, es ist ganz eindeutig, dass jemand wie Goebbels, auch einige andere wahrscheinlich, schon wussten, spätestens nach Stalingrad, dieser Krieg ist verloren. Es geht jetzt darum, den weiterzuführen, solange es geht, damit wir noch was von haben, weil wir werden eh sterben am Schluss. Also die Nazis haben diese Todes
Sehnsucht und Todesideologie auch auf sich selber angewandt und ernst genommen. Und sie haben außerdem, das letzte Goebbels-Zitat haben sie gehört, stellen wir uns vor, wir sind alle Darsteller in einem großen Film, sinngemäß. Es ging schon darum, dass die an die Nachwelt gedacht haben. Wie sehen wir aus? Und man hat so einen Film dann gemacht, um gewissermaßen der Nachwelt, so wie man sie sich vorgestellt hat, ein tolles Beispiel des eigenen Untergangs zu liefern. Und außerdem nochmal einen kleinen Propagandasieg zu erzielen. Denn Goebbels hat extrem, auch im heutigen Sinn, ganz modern medial gedacht. Zu Kolberg ist zu erzählen noch, Premiere am 30. Januar 1945, auf den Tag genau 12 Jahre nach der Machtergreifung, 30. Januar 1933, im Berliner Tauentzienpalast und jetzt kommt's, parallel in La Rochelle in Frankreich. Ganz Frankreich war rückerobert von den alliierten Befreiern. Es gab 3-4 Stützpunkte, die gehalten wurden von deutschen Truppen als Festungen, als oft U-Boot-Festungen, wie an der Westküste Frankreichs, Saint-Nazaire und La Rochelle. Und man hat per U-Booten, wohl auch per Flieger, mehrere mehrere Kopien des Films nach La Rochelle gebracht und hat dann eine Live-Funk-Radioschalter gemacht zwischen La Rochelle und Berlin, wo dann Goebbels mit dem Kommandanten von La Rochelle so einen kurzen Radio-Live-Talk geführt hat und der Kommandant von La Rochelle sinngemäß gesagt hat, wie wahnsinnig toll der Film war und wie der den bestärkt hat in dieser großen, schweren Stunde. Was für ein Aufwand. Was für ein Aufwand nur für diese paar Radiosekunden. So haben die Nazis gedacht. Das müssen wir uns klar machen. Sie haben in modernen Medien gedacht. Sie haben gedacht in den Bildern, die bleiben. Es bleibt das Bild des Films Kolberg. Sogar heute reden wir über ihn. Es bleibt das Bild dieser Live-Schalter. Die vielen Toten sind vergessen. Dazu auch noch eine kleine Anmerkung. Im August ist auf Arte zu sehen zum Thema 100 Jahre Ufa. Dieses Jahr ist 100 Jahre Ufa. Filme aus diesen 100 Jahren. Und da wird unter anderem auch Kolberg aufgeführt werden. Ich behaupte August, Arte, genaue Termine, da stehen noch nicht fest. Später, ab Oktober. Und irgendwann läuft dann auch dieser Film auf Arte. Der ist nämlich von Arte co-produziert. Und Kolberg ist einer der wenigen Vorbehaltsfilme, die Arte dann zeigt. Das heißt, normal können die gar nicht gezeigt werden im Fernsehen. Das ist eine Ausnahme. Den gibt's auch nicht auf DVD. Ich würde also den Videorekorder oder was man da heute hat, man hat was anderes, die Festplatte, ich auch, anschmeißen. Ich nenne es nur noch Videorekorder. Eine Frage würde ich jetzt noch sagen, dann ist nämlich so knapp 21.30 Uhr, dann würden wir wahrscheinlich... Wir können draußen weiterreden. Jeder, der dann Fragen hat, kann kommen. Und, also jetzt noch die Chance, bis Mitternacht. Die Chance, hier im Saal noch eine Frage zu stellen. Wer traut sich? Sonst sage ich erstmal schon mal herzlichen Dank. Ja, ich sage noch was anderes. Für die, die es vergessen haben, morgen Abend, Kunsthalle Rostock. Da geht's weiter. Da sind andere Filmausschnitte zu sehen, die Sie jetzt hier noch nicht gesehen haben. Also wer jetzt hier auf den Trichter gekommen ist und so schon die Goebbels-Droge, süchtig nach der Goebbels-Droge ist, der kann sich dann da seine Ladung reinziehen, um es mal salopp zu sagen. So, jetzt sind wir nach der Vorstellung, nach dem Gespräch mit dem Publikum. Zum Abschluss würde ich gerne die Frage aufgreifen, die am Ende von Hitlers Hollywood für mich sich so stellt. Du sagst dort, es gab nie eine Stunde Null. Und ich weiß ja, dass du als Filmkritiker regelmäßig, du siehst all die aktuellen Filme. Und vorhin hast du auch schon von Toni Erdmann kurz gesprochen und hast da von so einer Traurigkeit bei den Deutschen was erzählt. Für mich hat das sozusagen so einen Denkanstoß gegeben. Könnte es das sein, was mich manchmal so richtig fuchsig macht, wenn ich im deutschen Kino, ich zum Beispiel bin jemand, der bei dem, was man so unter Berliner Schule subsumiert, richtig frustriert ist, weil ich nicht verstehe, was ist das, was ist diese Kühle, was ist diese Distanz? Ich muss wirklich sagen, dass dein Dokumentarfilm mir zum ersten Mal so einen Denkanstoß in eine Richtung gegeben hat, dass das sehr tiefgehende, in unserer eigenen Historie verwurzelte Ursachen haben könnte. Ja, das glaube ich unbedingt. Also, dass jede Kunst überhaupt baut natürlich auf den Vorgängern auf und das Kino auch entsprechend. Natürlich ist das so, dass deutsche Filmemacher zu jeder Zeit, also auch heute, nicht nur
auf dem deutschen Kino, auf ihren Vorgängern aufbauen, sondern sich auch beziehen auf das zeitgenössische und frühere Kino in anderen Ländern. Gleichzeitig gibt es sowas wie eine nationale Filmsprache, eine nationale Kinematografie, eine Tradition, auch eine Tradition des Umgangs mit Kino. Das ist ja nicht nur die Filmgeschichte, das ist auch die Tradition der Produktionsverhältnisse, der Filmförderverhältnisse und des Publikums. Es gehört auch eine Publikumserziehung, Publikumsschulung dazu. Also man kann sagen, dass in Frankreich das Publikum ganz andere Ansprüche ans Kino hat als in Deutschland. Deswegen ist auch das französische Kino anders. Und das ist sicher der blinde Fleck in unserer aller Beschäftigung, meiner eigenen auch, mit Film heute, dass man dann über die Verleiher, über die Förderung, über die Produktion, über die finanzielle Ausstattung, über Festivalpolitik und solche Sachen ziemlich viele und lange Artikel schreibt. Und es wird ziemlich wenig geschrieben über das Publikum. Das hat auch damit zu tun, dass man, sobald man etwas Kritisches schreibt, sofort in den Verdacht kommt der Publikumsbeschimpfung. Vielleicht ist es einfach nötig, das Publikum zu beschimpfen. Vielleicht ist es aber auch so, dass das Publikum sich auch ein bisschen, dass das ein bisschen zu empfindlich ist und sich sehr schnell beschimpft fühlt, wenn man eigentlich nur Fragen an das Publikum stellt, Nachfragen hat oder wenn man bestimmte Teile des Publikums meint oder wenn man hofft und bittet, dass doch ein bisschen Neugier vorhanden sein möge, ein bisschen mehr Differenzierungsvermögen, ein bisschen mehr Wunsch, auch mal was anderes zu sehen als nur das Übliche und Mainstreamige, also stromlinienförmige, während dann doch eben Förderer oder Produzenten oder Festivals die Kritik anders gewohnt sind und damit anders und souveräner umgehen können. Das Publikum ist relativ unsouverän. Und es ist sicher so, dass das Publikum auch geschult ist durch die Filmgeschichte. Also bevor wir auf die Filmemacher kommen, müssen wir uns schon klar machen, dass es im Publikum bestimmte Vorstellungen gibt, die sind natürlich durch ihre Filmerfahrung, zu der gehört heute eine Fernseherfahrung, auch geprägt. Das heißt, wenn das Publikum an das deutsche Publikum an deutsche Filme denkt, dann denken sie nicht unbedingt nur an zeitgenössische Filme wie die Berliner Schule, die eben genannt wurde, oder Toni Erdmann, weil die allermeisten gehen ja da gar nicht rein. Selbst wenn über 1 Million in Toni Erdmann reingegangen sind, sind das bei 80 Millionen deutschen Zuschauern doch relativ wenig. Aber ein Tatort wird von 20 Millionen gesehen oder so etwas. Ja, manchmal, wenn es ein besonderer Tatort ist. Außerdem wird er dann oft wiederholt, dann gibt es noch mehr. Und insofern ist die Fernseherfahrung natürlich eine viel wichtigere. Und da in dem Zusammenhang ist es natürlich dann auch interessant, wo ich eben schon Frankreich genannt habe, dass in Frankreich das Verhältnis auch oder die Stellung des Kinos im Fernsehen auch nochmal wieder eine ganz andere ist, die viel deutlicher das Kino als ein besonderes Medium, als eine andere Filmsprache herausarbeitet und nicht so sehr darauf hinausläuft, dass es ja einfach nur alles irgendwie Filme sind und es keinen ästhetischen Unterschied gäbe. Den gibt es nämlich, einen formalen Unterschied einfach. Ich glaube, dass das Publikum in Deutschland sehr stark geschult ist, sehr stark die deutsche Filmgeschichte kennt durch Fernseherfahrungen. Das ist ganz klar. Wir wissen, dass die Klassiker auch des Dritten Reichs, manche Filme des Dritten Reichs, die nicht unter Vorbehalt stehen, dass die einfach im Fernsehen lange Zeit rauf und runter gespielt wurden. Zum Teil sind die Rechte inzwischen ausgelaufen, aber Rühmann-Filme zum Beispiel werden sehr viel gezeigt, sind immer noch populär und nachgefragt, wenn sie gezeigt werden, ähnlich Albers-Filme und so weiter. Und dadurch bekommt man auf der einen Seite so eine Vorstellung, was eigentlich witzig ist, vermittelt. So ganz banale Sachen. Man findet etwas witzig, was vielleicht andere Länder, die diese Filme nicht kennen, gar nicht witzig finden, weil sie anders humorsozialisiert sind. Man bekommt aber auch eine bestimmte Vorstellung von, ich nenne es mal ein diffuser Begriff, von Größe. Also man hat sehr oft bei uns in Deutschland eine Vorstellung davon, das Kino müsse irgendwie groß sein, große Bilder. Ist gar nicht so leicht zu sagen, was das ist. Gleichzeitig werden diese großen Bilder selten, glaube ich, zugelassen. Also es gibt immer so spießige Varianten und Formen von großen Bildern. Also es gibt einen Sonnenuntergang, aber der wird dann gleich kommentiert von einer Figur, die dann irgendwie noch dazu sagt, was man dann fühlen muss. Oder sie wird kommentiert von einer Musik. Im Kino, Kino ist viel offener, ist viel freier. Richtiges, gutes Kino würde den Sonnenuntergang auch zeigen, aber es würde ihn einfach mal stehen lassen.
Und jetzt bezogen auf das deutsche Kino und das Verhältnis zum Nationalsozialismus, auf das, was die Filmemacher machen. Ich komme auch gleich noch zur Berliner Schule. Ich glaube allerdings, dass die Filme, die ja populärer sind, zum Beispiel so Filme, also auf der einen Seite müsste man nennen, natürlich so Til Schweiger und Schweighöfer-Filme, so bestimmte Formen von Komödien. Da habe ich schon den Eindruck, dass diese Komödien, dass die eigentlich, die sind auf eine gewisse Weise humorvoll, aber sie sind nicht unbedingt witzig. Der Witz würde nämlich bedeuten, dass es so ein Element der Überschreitung, der Infragestellung, der Kritik gibt. Man muss das gar nicht subversiv nennen. Es geht nicht darum, die Gesellschaft zu revolutionieren, aber es geht darum, sich über die Gesellschaft lustig zu machen und sie gewissermaßen mal in Frage zu stellen. Also über die Gesellschaft heißt über die Werte, über eine Vorstellung, wie man mit Familie umgeht, wie man mit den Eltern umgeht, wie man zum Beispiel mit Alter, Verfall und Tod oder mit Krankheit umgeht. Was aber in den deutschen, mehr humorvollen Filmen, wofür ja auch Schweiger und Schweighöfer stehen, Schweiger macht auch Action und sowas, das ist schon klar, aber schon auch so Witzfilme, man an Kainohasen denkt oder wenn man an diesen Alzheimer-Film denkt und sowas. Und das sind das Interessante und für mich irgendwie schwer erklärliche ist, dass alle diese Filme, ich kann das nur so beschreiben, wie ich es jetzt auch tue, dass das Filme sind, die eigentlich immer das bestätigen, was so Mainstream ist, auch Mainstream in Werten. Natürlich dann auch in der Ästhetik. Aber da ist Familie immer was Gutes. Da geht es immer darum, dass man in einer monogamen Beziehung lebt. Da geht es immer darum, dass man nett zu seinen Eltern und nett zu seinen Kindern ist, dass man ein guter Staatsbürger ist. Da geht es nie darum, dass man den Staat bescheißt. Da sind auch Polizisten oder Finanzbeamte nie was Schlechtes. Das ist im französischen und im amerikanischen Film, selbst in dem von heute, ganz anders. Das war im deutschen Kino ganz anders früher. Lubitsch, Wilder, der auch in Deutschland angefangen hat. Ich habe immer das Gefühl, dass das deutsche Kino unsicher ist und dass auch die deutsche Gesellschaft unsicher ist und sich dann in solchen Formen sicherer machen muss, sich sozusagen stabilisieren muss, sich bestätigen muss, dass die Sachen nicht so unsicher sind, wie ihr kleines Unterbewusstsein dann doch glaubt, dass sie sind. Ich denke auch, dass wir sozusagen im deutschen Film natürlich so, wir haben, wenn es jetzt nicht um Humor geht, sondern wenn es um Bilder geht, zu diesem, was ich vorhin sagte, große Bilder, was in Hollywood heißt Bigger Than Life, da haben wir zwei mögliche Verhaltensformen. Die eine Verhaltensform ist, dass wir auch versuchen, diese Bilder so zu machen, Bigger Than Life. Und da kann man schon bemerken, dass in den Filmen, wir haben vorhin, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, von Eichinger, Der Untergang oder Napola, die sich auch mit Nationalsozialismus beschäftigen. Aber genauso könnte man auch nehmen, einen Film sogar von Caroline Link, Nirgendwo in Afrika, sogar dann Eichingers Filme, Die Raff, sogar manche Bilder des neuen deutschen, manche Filme des neuen deutschen Films und ihre Bilder, also wenn man an Wenders Spätwerk denkt, wenn man an Schlöndorffs Werk in den letzten 20, 30 Jahren denkt und wenn man nicht zuletzt da vielleicht sogar noch mehr an die Filme von Werner Herzog denkt, dann haben wir dann doch immer schon so eine Form, wie Größe da. Also da wird auf eine ganz bestimmte Weise Größe inszeniert, die sehr wenig etwas Gebrochenes hat, die sehr leicht dadurch kitschig wird. Also da ist die Natur wichtig, da wird Musik hineingeschnitten, die dann entsprechend unsere Gefühle auch noch verstärkt. Und dann haben wir da so ein Verhältnis dazu, dass jede Geste und jedes Bild auch bedeutungsvoll aufgeladen ist. Es ist fast nirgendwo da so Ironie zu spüren, nirgendwo da so was zu spüren, dass das, was wir im Bild sehen, sich irgendwie selber in Frage stellt oder dass das Geschehen auch auf mehr als auf eine Weise
interpretiert werden könnte. Das ist ganz anders im Hollywood-Kino. Also wenn man aufs Hollywood-Kino denkt, wenn man an Filme von Martin Scorsese zum Beispiel denkt oder von Coppola, dann haben wir genau das, dass wir da auch ein Pathos haben. Aber gleichzeitig wird dieses Pathos immer wieder auf eine gewisse Weise relativiert und außerdem wird es dann humanisiert. Ich finde das Thema des Humanismus im Kino ganz interessant. Für mich ist da, kann man das relativ leicht definieren, was Humanismus heißt und was dann das Gegenteil, also Antihumanismus hieße. Es gibt da eine ganz gute Formulierung von dem französischen Filmemacher Jean Renoir, der mal gesagt hat, Humanismus heißt, jeder hat seine Gründe. Das heißt, dass ein Filmemacher, den ich als humanistisch bezeichnen würde, alle seine Figuren liebt, selbst die Schurken. Dass der sie so uns im Publikum nahe bringt, dass wir zumindest verstehen, warum die so sind, wie sie sind. Das müssen wir nicht richtig finden und nicht teilen, aber zumindest irgendwie so verstehen. Es ist nie ein geringschätziges, ein herabschauendes Verhältnis auf diese Figuren und die sind immer auch ein bisschen mehrdimensionaler. Also sie sind mehr als nur eines. Im deutschen Kino, glaube ich, sind diese Figuren oft Funktionsträger. Das heißt, sie stehen für eine ganz bestimmte Haltung, für eine Aussage, für einen Zugang zur Welt. Und sie sind entsprechend nicht besonders lebendig und sie sind auch nicht besonders mehrdimensional sowieso nicht. Also in dem Sinn nicht besonders menschlich. Und man muss aber auch sagen, dass das Gegenteil davon, nämlich dieses misanthropische, menschenverachtende Kino im positivsten Sinne dieses Wort haben kann. Also zum Beispiel der letzte Cannes-Sieger, zum Beispiel oft russische Filme, die ein sehr schlechtes Menschenbild haben in dem Sinne, dass alles scheiße ist, dass alle Menschen nur von niederen Instinkten getrieben sind und Glück sowieso keine Chance hat und so etwas in der Art. Ja, also so ein misanthropisches Menschenbild, was aber auch tolle Filmbilder erzeugen kann und starke Filmfiguren, das gibt es bei uns auch nicht. Wir haben eher so etwas in der Mitte, so eine Unentschiedenheit, vielleicht auch die Angst, sich Feinde zu machen, die Angst, es jemandem nicht recht zu machen. Und insgesamt glaube ich, dass das deutsche Kino oft von so einer Grundangst getrieben ist, die vielleicht in einer Unsicherheit wurzelt. Und jetzt komme ich zur Berliner Schule. Die Berliner Schule, ich glaube auch, dass man so allgemein davon reden kann und sagen kann, die Berliner Schule. Natürlich ist es so, wenn man genauer hinschaut auf das Werk extra, etwa dieser Leute, die damit bezeichnet werden, also Christian Petzold, Thomas Arslan, Angela Schanelek, Christoph Hochhäusler, um mal so die zu nehmen, die Maren Ade gehört so zum entfernteren Kreis, also Toni Erdmann Regisseurin, zum entfernteren Kreis der Berliner Schule auch, dann wird man schon viele Varianten finden und viele unterschiedliche Interessen. Aber der Sinn von solchen Begriffen ist immer der, dass man Dinge, alles ist halt irgendwie anders, dass man das trotzdem ein bisschen zusammenbringt, ein bisschen versucht zu ordnen. Insofern finde ich diesen Begriff schon sinnvoll. Und ich glaube, dass sich diese genannten Filmemacher auf eine sehr unterschiedliche Art tatsächlich zum nationalsozialistischen Kino verhalten. Ich denke, dass zum Beispiel Christoph Hochhäusler und Christian Petzold, beides Regisseure sind, die ziemlich viel von der Filmgeschichte verstehen, die viele Filme kennen und die sich mit denen erkennbar auseinandersetzen. Beim Christoph Hochhäusler ist das mehr so eine Bewegung hin, dass der versucht, gewissermaßen eigene Versionen alter Filme zu drehen teilweise. Aber das sind nie Filme, die Nazi-Filme sind. Es ist vielleicht in diesem Film über den Journalisten, ich will jetzt gerade, wie dieser Film Sieger heißt. Ja, genau, Die Lügen der Sieger. Da ist das vielleicht so, dass er sich da so ein bisschen annähert, auch teilweise dem Weimarer Kino und teilweise so Fritz Lang, was er auch in seinem Teil von Drei Leben getan hat, M, eine Stadt sucht einen Mörder. Gleichzeitig ist Die Lügen der Sieger auch eindeutig vom amerikanischen Paranoia-Kino der 70er Jahre inspiriert. Aber ich will jetzt gar nicht so sehr in die Details gehen. Also der ist sicherlich ein relativ offener Filmemacher und er hat eine eigene Art. Er hat auch etwas, was man als sperrig empfinden kann oder wo man sagen kann, das ist einem jetzt ein bisschen zu ruhig oder nicht psychologisch genug oder nicht so gut erklärt.
Aber gleichzeitig würde ich sagen, sind das Filme, die ganz gut funktionieren, die auch immer so einen Genre-Aspekt haben und die allenfalls darunter kranken, dass sie ein bisschen zu erkennbar konstruiert sind. Und da ist dann so eine Kälte sichtbar. Dass man auch manchmal das Gefühl hat, der Christoph Hochhäuser ist selber ein bisschen unsicher und packt dann im Zweifelsfall ein, zwei Aspekte zu viel in seinen Film rein, wo so eine bestimmte Form der Reduktion und der Entschlackung besser wäre. Ganz anders aber seine anderen Kollegen, wenn man von der Berliner Schule als Einheit ausgehen will. Ich finde tatsächlich, dass bei der etwas älteren Generation, also Thomas Aslan, Angela Schanelek und insbesondere Christian Petzold, erkennbar ist, dass die vor allem eine Reduktions- und Vermeidungsästhetik haben. Das heißt, deren Form besteht nicht zuletzt darin, bestimmte Dinge nicht zu machen. Ich habe vorhin schon im Zusammenhang mit Bresson erklärt, dass für mich das Kino genau daran nicht besteht. Dass der Sinn des Kinos Zeigen und Überschuss, Überfluss und Überschreitung ist, also bigger than life tatsächlich, im Zweifelsfall mehr, im Zweifelsfall zu viel. Und es stimmt nicht, dass weniger mehr ist. Jedenfalls im Kino ist weniger immer weniger. Und das merkt man an den Filmen von Angela Schanelek immer schon, die für mich zu spröde sind, zu reduziert. Ich glaube, ihr mit Abstand bester Film ist Orly, wo sie eine bestimmte Form von Bewegung und fast von Ironie hineingebracht hat. Das ist aber auch ihr dokumentarischster Film. Und es hängt vielleicht damit zusammen, dass der Hauptdarsteller dieses Films ein Ort ist, nämlich der Flughafen Orly in Paris. Und dass sie sich eh nach meinem Empfinden nicht so sehr für Menschen interessiert, da gar nicht so sehr von Menschen, von einzelnen Menschen erzählen muss, sondern nur von Situationen erzählt und eine Art Choreografie und Ballett dieses Ortes schafft. Und das hat dann sogar etwas sehr Humorvolles, etwas Entspanntes und Gelassenes. Ganz anders der letzte Film, Der traumhafte Weg, der ja von sehr vielen Kollegen sehr gepriesen wurde und ich habe mir das nicht erklären können. Ich habe auch versucht, in so einem Text, wo ich mich mit dieser Kritik, diesen positiven Kritiken auseinandergesetzt habe, mir das irgendwie zu erklären. Aber ich gebe zu, dass ich dann auf nicht viel gekommen bin, was etwas über den Film aussagt. Das hat meiner Meinung nach mehr mit dem Verhältnis bestimmter Kritikerkollegen sowohl zu ihren Lesern als auch insbesondere zu den Filmemachern der Berliner Schule zu tun. Das, was für uns am interessantesten ist, ist Christian Petzold, also für uns im Zusammenhang, wenn es um die Filmgeschichte des Dritten Reichs und seine Wirkung geht. Christian Petzold ist jemand, der die Filme sehr gut kennt auch, der insbesondere auch Helmut Keutner schätzt, das hat er bei mehreren Gelegenheiten auch gesagt und zum Beispiel im Dokumentarfilm Auge in Auge von Michael Alten, wo er auftritt, beschreibt er auch eine bestimmte Szene aus Keutners Film Unter den Brücken und beschreibt sein Verhältnis dazu. Eine Szene, die du ja in deinem Film ja auch mit drin hast. Ja, die eine Szene, die habe ich mit drin. Mit der Locke, die weggepustet wird, die ist allerdings auch eine, die der Michael selber beschreibt, Michael Alten. Ich glaube, er beschreibt auch die Szene dieses Gesprächs zwischen den beiden, das führt dann in diese Lockenszene. Und den Blick aus dem Fenster, auch auf diese Werbung. Und ist jetzt schwer zu sagen, weil ich es jetzt auch eine Weile nicht gesehen habe, was jetzt genau in meiner Erinnerung drin ist und was der Christian Petzold wirklich selber sagt. Aber jedenfalls weiß ich, dass er sich auch erinnert an den Ort, an dem er als erstes wohnte, als er nach Berlin kam. Und ich finde, dass der Bezug zu Keutner einerseits sehr schlüssig ist, doppelt, weil Keutner vielleicht der allerbeste oder einer der drei besten deutschen Filmemacher der gesamten deutschen Filmgeschichte ist. Die beiden anderen, die mir dann nur so in den Sinn kommen würden, ist in jedem Fall Fritz Lang und vielleicht tatsächlich noch Alexander Kluge. Aber ansonsten fallen mir nicht viele Leute ein, die da auch nur annähernd auf Augenhöhe sind. Nicht Staute und nicht Fassbinder, um das auch gleich dazu zu sagen. Und die vielleicht so als Kandidaten im Star-Regisseurs-Karussell gehandelt würden. Aber der Keutner ist großartig. Ich kenne keinen Film von Keutner, den ich schlecht finde und auch keinen Film, logischerweise, der sich nicht lohnen würde, oft angeschaut zu werden. Da kann man schon sagen, dass man da bei Fritz Lang sogar noch mal mehr ins Grübeln kommen kann. Ich finde gleichzeitig, wenn man über das Kino
des Dritten Reichs redet, dann finde ich den Bezug auf Keutner auch ein bisschen billig. Und zwar deswegen, weil es ja irgendwie klar ist, dass Keutner kein Nazi war. Ich glaube, dass gleichzeitig, insofern setzt man sich nicht mit dem Nazi-Kino wirklich auseinander, wenn man einen Regisseur nimmt, der eben nicht dazugehört. Ich glaube, dass man, wenn man dann sich mit, wenn man was über die deutsche Filmgeschichte auch aussagen will, dieser Zeit, er sagt ja, Christian Petzold sagt ja unter anderem, dass der Film Unter den Brücken ein Dissertationsfilm sei. Und ich habe mich in Hitlers Hollywood unmittelbar auf diese Bemerkung bezogen, indem ich gesagt habe, kein Film kann desertieren. Also da widerspreche ich einfach, weil ich glaube, dass mit diesem schönen Satz, dass ein Film, der desertiert oder ein Dissertationsfilm, weil er zeigt Zivilisten, das stimmt, zur Zeit des Krieges, das stimmt, dass man sich damit um diese entscheidenden Dinge, die eigentlich interessanter dran sind, ein bisschen herumdrückt und sich das zu einfach macht. Dass das daran interessant ist, das ist, dass dieser Film entstehen konnte im Dritten Reich, dass den Goebbels auch gesehen hat. Es gab keine Filme, die unter dem Radar des Dritten Reichs entstanden sind. In dem Film kann kein Film desertieren in dem Sinn. Es kann kein Filmemacher desertieren. Es können schon gar nicht Stars wie Karl Radatz und Gustav Knuth desertieren. Goebbels hat gewusst, dass dieser Film entstand. Er hat ihn zugelassen. Goebbels hat Renoir gemocht, also eine der Inspirationsquellen für Keutner. Und in diesem ganzen Sinn ist das Problematische am Fall Keutner natürlich die Frage, wenn wir wissen, dass er keine faschistischen Filme gedreht hat, und wenn wir wissen, dass er selber auch kein Faschist war, wieso konnte er trotzdem Filme drehen unter dem Faschismus? Wie ging das zusammen? Was hat er für ein Verhältnis dazu gehabt, um sich herum diese ganzen Fanatikerhorden zu sehen, mit denen noch irgendwie zu dealen, irgendwie die Schauspieler rauszuschlagen, nicht nur von der Front zu befreien, sondern auch von anderen Drehs, die Finanzierung zu bekommen, diese Filme nicht nur einmal, sondern zwei, dreimal, nämlich im Vordrehstadium und danach, Goebbels vorzulegen. Und das sind für mich die interessanteren Fragen, als jetzt Keutner nur in eine Ecke zu stellen, dass der sowieso nichts damit zu tun hatte. Der hatte damit was zu tun. Das macht ihn interessant, weil er anders damit umgegangen ist und anders mit denen was zu tun hatte, als die üblen Propagandaregisseure. Insofern ist der Film, weil er nicht desertieren konnte und Keutner, weil er nicht desertieren konnte, viel interessanter. Ich glaube allerdings auch, dass das Interessante am Nazi-Film ja nicht ist, was trotz der Nazis möglich war oder was jenseits der Nazis möglich war, was es meiner Meinung nach eh nicht gab, auch nicht Peter Pevers in Der verzauberte Tag, mit Der verzauberte Tag. Aber das Interessante ist eigentlich, sind diese fließenden Übergänge und wie es möglich, wie sozusagen diese Filme des Dritten Reichs auch weiterwirken in dem Kino danach. Und ich glaube, dass sich da auch jemand wie Christian Petzold zum Beispiel nicht völlig aus der Affäre ziehen kann, sondern dass man zumindest an seine Filme die Frage stellen kann, wie weit wirken da bestimmte Sachen auch weiter. Wir haben zum einen natürlich diesen Hang, der mindestens mal genauso groß ist in Deutschland wie in Ländern wie Italien, wie Frankreich, nämlich einen bestimmten Typus von großen Frauenfiguren, Diven, ikonischen Figuren, die auch oft etwas sehr Statisches haben in der Art, wie sie gefilmt sind, wie sie inszeniert sind, ins Zentrum zu stellen. Und das haben wir natürlich in den Frauenfiguren von Petzold zum Beispiel auch. Man muss, glaube ich, dann schon fragen, in welchem Verhältnis stehen die, selbst wenn sie vielleicht ganz anders sind, aber in welchem Abhängigkeitsverhältnis auch stehen die zu diesen großen Filmikonen des Nazi-Kinos? Und dann ist natürlich für mich eine ganz entscheidende Frage die, das, was du beschrieben hast in der Frage, also die Tatsache, dass die Filme von Petzold das, was man als bigger than life bezeichnet, ganz bewusst negieren, ablehnen, nicht zeigen. Keine großen Bilder.
keine Musik, die in irgendeiner Weise emotionalisierend oder emotionsverstärkend ist, keine Kameraaufnahmen, die auch in dem Sinn emotionsverstärkend sind, dass sie soghaft sind, dass sie flüssig sind, eine bestimmte Bewegung inszenieren oder dass der schnelle Schnitt eine bestimmte Dynamik inszenieren würde, sondern im Gegenteil. Der Zuschauer wird auf Distanz gehalten durch eine statische Kamera und sehr lange Einstellungen. Dialoge, die die Handlung vorantreiben, gibt es nicht. Dialoge, die emotionalisieren, gibt es selten. Dialoge, die psychologisieren, werden auch auf ein Minimum heruntergekocht. Und auch die Tatsache, dass so jede Form von Emotion und Melodramatik in der Vorstellung des Zuschauers vor allem stattfinden soll, nicht so sehr vom Film inszeniert wird. Also dem Zuschauer wird nichts Eindeutiges nahegelegt, sondern ihm wird positiv formuliert ein Angebot gemacht, negativ formuliert, er wird im Wagen gelassen. Das alles gehört zur Filmsprache von Christian Petzolds Film. Und das denke ich, dass man sich das nicht anders erklären kann, als auch damit, dass er eindeutig versucht, gewissermaßen ein Anti-Nazi-Kino zu machen, dieser Ästhetik etwas entgegenzusetzen, ihr Gegenteil. Ich glaube aber, dass dieses Gegenteil so, sagen wir mal, platt und unvermittelt, undialektisch dem Nazi-Kino entgegengesetzt wird, dass es extrem anwesend ist in den Filmen von Christian Petzold, aber anwesend ist als etwas, dem ausgewichen wird. Und da liegen für mich dann schon die Grenzen. Ganz schlagend ist das für mich geworden. Ich mag die meisten Filme mehr oder weniger von Petzold, aber den letzten Film mochte ich überhaupt nicht. Phoenix, also der letzte Kinofilm, ja. Hat danach ein paar Fernseharbeiten gemacht. Phoenix war ein Film, der erste historische Film war, der sich mit der unmittelbaren Nachkriegszeit befasst hat. Der erste historische Film von Petzold. Und ich glaube, dass er da einfach, abgesehen von bestimmten Konstruktionen der Geschichte, die ich nicht besonders mochte, dass er da etwas auf die Spitze getrieben hat, was mich schon immer an seinen Filmen stört, nämlich das Bilder vermeiden, das Bilderverbot. Das heißt, Dinge, die stattfinden, werden allenfalls im Dialog oder schlimmstenfalls in der Vorstellung des Zuschauers belassen. Sie werden aber nicht gezeigt. Und tatsächlich finden sie sehr viel in Dialogen statt in Phoenix. Es gibt da Szenen wo Nina Hoss, die eine ehemalige Lagerinsassin, die das Lager überlebt hat, spielt, wo die berichtet vom Todesmarsch von Auschwitz und auch von dem, was ihr im Lager passiert ist. Und das alles ist in den Dialogen vorhanden. Es ist, wenn man es so interpretieren möchte, auch im Gesicht von Nina Hoss vorhanden, in ihrem Spiel, aber es ist nicht in anderen Bildern vorhanden. Ich finde schon, dass da sehr viel auch nur im Auge des Betrachters liegt beim Spiel von Nina Hoss. Ich glaube also eigentlich, dass hier Bilder hätten sein müssen für das, was erzählt wird. In dem Fall weiß ich, dass Christian Petzold diese Bilder auch gedreht hat und sie dann aber in den Film nicht hineingeschnitten hat. Das macht's für mich, wiegt für mich noch schwerer. Mhm. Das empfinde ich als eine Form von Feigheit. Ja. Und das Gleiche gilt auch so für so ein paar andere Dinge. Also man müsste in einem Film, wo es auch um den erotischen Aspekt des Faschismus geht, vielleicht schon so etwas wie eine Sexszene haben zwischen dem möglicherweise Nazi oder Opportunisten, nämlich Ehemann und dem Opfer. Aber das wird auch nicht gezeigt, wenn es denn stattfand. Von der Vorlage her, und es gibt schon eine Filmversion der Vorlage, weiß ich, dass es solche Szenen in der Vorlage und in einer anderen Filmversion gibt, die mit Maximilian Schell und Ingrid Thulin in den 60er Jahren gedreht wurde. Und das sind vielleicht auch schon sinnlichere Schauspieler und Schauspieler, denen man eher eine Sexszene zutraut als Ronald Zerfeld und Nina Hoss. Insofern liegen da auch in solchen Besetzungsfragen bestimmte Grenzen. Gewissermaßen eine Enterotisierung des deutschen Films, das kann man ganz eindeutig da auch sagen, womit ich nicht sagen will, dass Nina Hoss nicht erotisch wäre oder Zerfeld, sondern es ist die Frage, wie man sie dann inszeniert und wie man sie paart. Und natürlich könnte man jetzt noch alle möglichen anderen Dinge nennen. Man könnte nennen, nur zwei ganz kurz, es gibt einen Selbstmord in dem Film.
Phoenix, der wird nicht gezeigt, obwohl das eine Hauptfigur ist, die man vorher kennengelernt wird. Es gibt ein verunschaltetes Gesicht von Nina Hoss, das wird nicht gezeigt, nur im Blick eines, der sie anguckt. Und es gibt natürlich diverse Filmanspielungen, etwa auf die großartigen, wenn man so will, Horrorfilme oder surrealistischen Filme von Georges Franju. Die Augen ohne Gesicht, Les yeux sans visage, ganz offene Anspielungen, die, wenn man diesen Film sieht, dann merkt man, was Christian Petzold fehlt, weil das einfach unendlich viel kraftvoller ist. Und insofern ist mir da viel zu viel Bresson, viel zu wenig Franju, um es mal vorsichtig zu sagen, in diesem Film Phoenix. Ich danke dir wirklich sehr für, also mir macht das unglaublich Lust, der deutschen Filmgeschichte auch in den Bereichen nicht mehr, weiß ich gar nicht, ob ich das groß vorhatte, aber nicht auszuweichen, sondern darauf zuzugehen. Ich habe hier heute durch die Gespräche eine ganze Menge gelernt. Und hätte abschließend, würde ich schon gerne noch wissen, wir hatten so zwischendurch in der Pause einen kurzen Moment, wo du darauf hingewiesen hast, wir sollten dich mal nach der Feuerzangenbowle fragen und warum sie eigentlich nicht auftaucht. Ja. Das würde ich jetzt abschließend, wenn du nicht noch was ganz Dringendes hast, Max, das würde ich doch noch gerne wissen. Warum taucht die denn nicht auf? Das kann ich gerne relativ kurz beantworten, mal zur Abwechslung. Also ich glaube, dass die Feuerzangenbowle ein Film ist, der relativ bekannt ist. Hans Rühmann taucht ja auf. Insofern ist es schon so, dass man davon ausgehen kann, das Publikum kennt das, ohne es zu zeigen. Ich glaube allerdings, und darum hätte ich diese Szene doch ganz gerne irgendwas aus der Feuerzangenbowle gezeigt und was dazu auch erzählt, dass die Feuerzangenbowle einer der essentiell faschistischen Filme ist und ein Film, der sehr eindeutig bestimmte Nazi-Werte transportiert in Unterhaltungsform, und da hätte man einiges sehr gut zeigen können. Wir hätten möglicherweise auch die Rechte für diesen Film erwirtschaften können, allerdings für teuer Geld. Mhm. Aber das hätte man unter Umständen auch gemacht. Allerdings der Grund, warum ich es dann letztendlich nicht gemacht habe, das ist ein ganz einfacher. Dieser Film ist einer der wenigen, die in privaten Rechtehänden liegen. Und wir haben dann durch eine schlichte E-Mail an die Rechteinhaberin herausgefunden, wes Geistes Kind sie ist. Sie hat nämlich dann eine E-Mail zurückgeschrieben, wo sinngemäß unter anderem drin stand, dass man ja an so einem Filmprojekt wieder merken würde, dass es mit Deutschland endgültig bergab geht. Die Dame ist nämlich im AfD-Vorstand von Münster. Oh. Und insofern wollte ich keinen Cent an die AfD zahlen, auch wenn das dann nur indirekt ist, schon gar nicht für die Feuerzangenbowle. Und was ich dann in dem Zusammenhang sagen kann, weil es hören ja hoffentlich auch ein paar Studenten zu, Studierende, wie man heute sagt, also Studierende, liebe Studierende, ihr solltet nicht die Feuerzangenbowle bei irgendwelchen Studentenveranstaltungen zeigen, jedenfalls nicht gegen Geld, höchstens illegaler Stream. Denn ihr solltet keinen Cent in den Rachen dieser AfD-Tussi werfen. Das ist mal das eine. Das andere ist, wenn ihr die Feuerzangenbowle schon zeigt, dann macht euch doch bitte klar, das ist ein richtiger Fascho-Scheißdreck. Das ist ein Film, wo die Nazis, die im Grunde Institutionenfeindschaft, das Kaputtmachen der Institutionen und das Kaputtmachen des humanistischen Bildungsideals, wie es die Schule verkörpert, inszenieren, wo dieses humanistische Bildungsideal der Lächerlichkeit preisgegeben wird, wo die Lehrer, und das ist ja immer billig auf Lehrer, über Lehrer sich zu mokieren, zu Witzfiguren heruntergestuft werden, bis auf den einen, den jungen Lehrer. Dieser junge Lehrer, der verkörpert die nationalsozialistische Revolution. Das ist die neue Zeit. Der verkörpert das, was die Nazis sein wollten. Und diese ganze Zackigkeit von Hans Rühmann, die verkörpert natürlich genau diese Haltung, die die Nazis, wenn ihr in der Nazizeit gelebt hättet, euch beibringen wollten. Und dann ist es ja auch interessant, dass das nicht etwa ein Film ist, der die Partei für die Jungen einnimmt, trotz des jungen Lehrers, sondern er nimmt eigentlich die Partei ein für die richtigen Alten. Hans Rühmann ist ein Alter, der zurückreist in die Zeit, der so tut, als ob, der auch mal wieder einer dieser Nazi-Hochstapler-Figuren ist und der sich eine Maske zulegt, um wie ein Rattenfänger die Jugend auf seine Seite zu ziehen und gegen die Alten ins Feld zu führen. Und das mag manchmal ganz lustig sein. Ich glaube auch, dass die Alten eigentlich zu viel Macht haben und dass einige mal endlich mit ihrem Hintern von ihren Sesseln runter müssten, auf denen sie seit 20 Jahren kleben.
Aber so kann man das nicht machen. Und mit nationalsozialistischen Vorzeichen kann man das nicht machen. Das ist im Grunde der Film für Herrn Gauland, der auch als alter Typ jetzt plötzlich die Revolution der Jungen gegen die Institutionen anführen möchte. Ich danke dir sehr für die klare Haltung. Ich merke, es gibt bei mir auch eine große Lust, vieles von den Filmen, die du angesprochen hast, erstmal nachzuholen, um dann wieder darauf zurückzukommen und auch in die Diskussion mit einzusteigen. Heute war das für mich wirklich gut zum Zuhören. Max, ich würde sagen, wir haben auch schon ein paar Inspirationen für die nächsten Aufgaben bei der Wiederaufführung. Für die nächsten paar Jahre sind wir gut versorgt. Nee, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe ja beim Film, bei dem Hitler's Hollywood auch nur da gesessen und gesagt, okay, den muss ich auch noch gucken, den muss ich auch noch gucken. Also ich habe mich super gefreut. Ich finde es, wie gesagt, ganz toll, dass das alles so geklappt hat und sehr schön. Schon ganz viele Top-Ten-Listen kommen. So die schönsten zehn Nazi-Filme, die schlimmsten 10 Nazi-Filme, die ideologischsten 10 Nazi-Filme und so weiter und so weiter. Ja. Die Filme, die für die Frauen waren, die durchhalten sollten und doch bitte nicht so viel von den Männern erwarten, die jetzt was Wichtigeres zu tun haben. Danke, danke und wirklich gerne auf ein Wiederhören. Bitte, bis bald. Tschüss. Ciao.